Donnerstagabend, 20.30 Uhr, es ist wieder Zeit für Late Night Soaring. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo Benny. Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Wir haben September und wir schauen mal kurz in Weeklight rein, wie jedes Mal. Es fällt zunächst auf, ja, es ist Herbst, die Strecken sind kürzer geworden, die Tage sind kürzer geworden. Wir haben ja, die ersten 10 können wir mal ein bisschen durchgehen. Gerrit aus Puy-Masson geflogen, tolle Bilder gemacht. Vor allem wegen den Bildern gibt es natürlich dann immer auch die Likes. Jan Kniszewski aus Bergheim, interessante Bilder auch vom Braunkohletagebau und so weiter. Dann ein Flug hier, der natürlich raussticht, Geoff Pratt. Die Jungs in Nordaustralien sind in Bergtown gerade wieder beim Morning Glory fliegen. Inzwischen hat Job auch ein paar Bilder hochgeladen. Auch das ist ein Thema, das wir gerne mal behandeln wollen bei Late Night Soaring, aber das war uns jetzt ein bisschen zu kurzfristig, weil es erst vor wenigen Tagen gewesen ist. Dann sind ganz viele Alpenflüge, Bert Schmelzer wie immer mit tollen Bildern und immer noch großen Strecken, 800 Kilometer auch in den Westalpen, in den Nordwestalpen. Jetzt im September ist es schon was Besonderes. Und dann kommen ziemlich viele Flüge eben nochmal aus Südfrankreich. Nochmal Gerrit. Und ganz oben mit den meisten Likes, 83 Herzen bekommen hat Thiele Holikhaus, der in Saint-Aubin hier noch 850 Kilometer geflogen ist. Ja, Südfrankreich natürlich tolle Flüge gewesen diesen September, jetzt nicht nur die wir jetzt gerade hier kurz durchgescrollt haben. In Saint-Aubin ist nämlich im September ja was ganz Besonderes passiert, nämlich der Grand Prix hat stattgefunden. Und weil von den Flügen, die wir jetzt hier durchgeschaut haben, jetzt keiner so richtig als Einzelner herausgestochen ist und sich von allen anderen abgehoben hat, so wie wir es die letzten Monate ja immer hatten, haben wir uns überlegt, dass wir einfach dieses Mal nicht einen einzigen Flug als Flug des Monats küren, sondern ein ganzes Event, nämlich eben diesen Grand Prix in Saint-Aubin. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir laden einfach mal die ganze Meute an deutschsprachigen Teilnehmern ein. Ja, Benni, genau so ist es. Also es sind praktisch die Flüge des Monats, die wir herausgesucht haben. Und wir freuen uns, das erste Mal eine Dame mit hier bei Late Night Soaring zu haben. Deswegen begrüße ich als erstes mal Katrin Senne. Hallo Sungi, guten Abend. Schön, dass du uns eingeladen hast. Danke. Ja, mich freut es, dass ihr alle da seid. Ich mache gleich mal weiter mit dem bis Saint-Aubin amtierenden Weltmeister im Grand Prix gegen Thiele Holikhaus. Ja, hallo Matthias, hi Schunki. Schön, dass wir dabei sein können. Ja, schön, dass du auch wieder dabei bist. Bist ja nicht das erste Mal dabei bei Late Night Soaring. Ja, als nächstes haben wir den Vize-Weltmeister Mario Kiesling. Hi Matthias, schönen Abend. Mario, schön, dass du da bist. Wir hatten ja ein besonderes Verhältnis ein wenig in Saint-Aubin, aber da kommen wir nachher noch drauf. Ja, dann haben wir, ich sage jetzt mal, die gute Seele, der immer lustig ist, egal wie, Uli Schwenk. Hallo, Schunki. Ja, da ist er ja. Schön, dass ihr alle da seid und wir oder ich auch dabei sein darf. Natürlich, Uli, wir freuen uns, dass du da bist. Und als ausländischen Gast haben wir auch noch, aber er ist ja fast an der deutschen Grenze, Werner Ammann, herzlich willkommen. Hallo Matthias, schön, dass ich dabei sein darf. Ja, wunderbar. Auch hier bei dir war ich auch so ein bisschen Hilfsmannschaft, ne, weil auch da hat ja so ab und zu mal ein bisschen was gehakt, aber da kommen wir vielleicht auch später drauf. Ja, Grand Prix fliegen, wie wollen wir anfangen? Ich meine, alle miteinander, ihr fliegt sowohl Grand Prix als auch normale Wettbewerbe und auch schon viele internationale Wettbewerbe. Und Werner, weil du jetzt gerade da bist, gleich die Frage an dich.
Wir sind ja auch schon mal zusammen Team geflogen, international auf der Europameisterschaft, damals in Nitra. Fand ich eine ganz tolle Sache, dass Deutschland-Österreich Team fliegt. Sowas gibt es beim Grand Prix überhaupt nicht. Oder da fliegt jeder für sich. Ja, wir sind ja nicht als Land dabei, sondern als qualifizierte einzelne Piloten. Und deshalb hat man nicht in dem Sinne Team. Also das ist dann, da fliegt jeder für sich und man kämpft für sich. Und es ist aber, glaube ich, auch so, es ist auch gar nicht erlaubt, oder? Teamflug, so wie auf normalen Wettbewerben, ist auch gar nicht erlaubt. Die Funkfrequenz ist nicht freigegeben, oder? Ja, auf der Funkfrequenz ist eine Sicherheitsfrequenz. Da wird also nicht unter den Piloten gesprochen, nur zu Sicherheitsgründen. Okay, gut. Ja, das ist ein großer Unterschied. Und jetzt hast du schon gesagt, ja, man qualifiziert sich nicht übers Land, das ist richtig. Bei den normalen Meisterschaften ist es ja so, du fliegst eine deutsche Meisterschaft oder österreichische Meisterschaft, kommst dahin, sondern beim Grand Prix läuft es wie? Da qualifiziert man sich über Qualifying Grand Prix. Da gibt es jeweils die ersten zwei, die normalerweise dann für das Finale qualifiziert sind. Und aus diesen 10 Qualifyings oder 9 Qualifyings setzt sich dann die Teilnahme im Finale zusammen. Also du sagst jetzt 9, jeweils 2, gibt 18 und dann dazu kommt wahrscheinlich der amtierende Weltmeister vermutlich. Und wer ist der 20. dann? Es gibt dann immer noch Einladungen, die vom Brian ausgesprochen werden. Insbesondere im heurigen Jahr, weil wegen der Corona-Situation nicht so viele Grand Prix abgehalten werden konnten, wie notwendig gewesen wären. Ah, okay. Gut, verstehe. Ja, Thilo, da du als amtierender Weltmeister bis zu dem Tag, als Sandoval losging. Was war das für dich für ein Gefühl? Ja, also erstmal war es natürlich schön, dass ich keinen Grand Prix mitfliegen konnte, sondern einfach gesetzt war. Dann habe ich mich natürlich einfach gefreut, weil also Sandoval, wir beide kennen das ja schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Fast jedes Jahr sind wir dort. Wir kennen die Berge, kennen die Leute drumherum. Und hatten auch gehofft, dass das Wetter ordentlich mitspielt, dass es dann so gut und doch so abwechslungsreich wird. Das war natürlich dann nochmal so ein i-Tüpfelchen. Nee, es war einfach schön. Also, und jetzt mit welcher, sagen wir, man geht als Weltmeister dorthin. War das ein Druck für dich, dass du sagst, oh je, jetzt schaut jeder, was macht der Thilo? Ja gut, das ist klar, wenn du so in einer Favoritenrolle ein bisschen dahin gehst, wobei das man eigentlich von vornherein relativieren konnte, weil wie es der Werner schon gesagt hat, durch diese Qualifizierung oder diese Quali-Grand Prix ist einfach das Niveau so unglaublich hoch. Das sind alles super Leute, die da mitfliegen. Ich würde sagen, wirklich von den 20 Leuten, die mitgeflogen sind, sind also weit mehr als die Hälfte absolut prädestiniert für eine Triple-Position. Von der Seite her ist es ein Spitzenniveau gewesen und da habe ich von vornherein gesagt, naja gut, wenn ich da einigermaßen vorne dabei bin, dann wäre ich schon zufrieden. Das hat ja dann auch geklappt. Also insofern, war der Druck am Anfang hoch, klar, und es hat auch eine Weile gebraucht, bis man dann so ein bisschen in den Flow reingekommen ist. Am Anfang, wie gesagt, war es ein bisschen holprig, vielleicht weil man sich auch ein bisschen selbst zu viel Druck gemacht hat. Gut, Mario, du bist ja auch, glaube ich, zweimal Vize-Weltmeister vorher gewesen beim Grand Prix und meines Wissens fünfmal Vize-Weltmeister bei dem normalen Wettbewerbsfliegen. Was ist für dich der große Unterschied zwischen Grand Prix-Fliegen und normalen Meisterschaften-Fliegen? Also erstmal, das Grand Prix-Format ist prädestiniert für die Berge. Und ich fliege gerne in den Bergen, insofern, das passt schon mal ganz gut zusammen. Und es hat, wie der Werner vielleicht vorhin schon auch gesagt hat, dass dadurch, dass man jetzt nicht als Nation antritt oder eher als Einzelpilot und sich dann auch gut kennt, dann mit anderen, die jetzt hier teilnehmen, ist ein bisschen mehr eine familiärere Atmosphäre, würde ich jetzt sagen. Man ist halt nicht so in der Nationalmannschaft eingebunden, sondern hat dann auch einen viel besseren Austausch, sodass es neben dem, sag mal, fliegerischen Reiz, jetzt Berge fliegen, Grand Prix-Wertung, jetzt kommen wir noch in andere Themen dann rein, wo man dann vielleicht auch mal die Chance hat, mal auch mit einem schlechteren Tag dann nochmal am Schluss ganz oben zu stehen. Aber das gibt es halt auch diese Komponente am Boden, wo einfach schön ist. Also es ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, es wissen ja relativ viele, dass ich als Helfer die ganze Woche dann da geblieben bin, nachdem ich eigentlich ja nur 2 Tage da vorbeischauen wollte. Und das ist mir auch wirklich aufgefallen,
diese Stimmung, die war sensationell. Dieses Miteinander, jeder hat jedem geholfen, jeder hat sich ausgetauscht, das kannte ich von Meisterschaften überhaupt nicht und schon gleich gar nicht wahrscheinlich von internationalen Meisterschaften. Jetzt eine Frage, du sagtest, du findest das Grand Prix-Format ist für die Berge besonders geeignet. Warum? Ja, sagen wir so, ja, aus meiner Sicht ist es halt schon so, wenn wir im Grand Prix im Flachland fliegen würden oder vielleicht auch schon geflogen sind, ich meine, das Format ist schon prädestiniert im Flachland dann für Pulkfliegerei. Und in den Bergen ist es einfach so, dass dadurch, dass man jetzt dann halt dann meistens verschiedene Aufwinde zur Verfügung hat, halt Thermik und dann auch Hangwind, da separiert sich das Feld schneller, man hat mehr Optionen dann auch an der Stelle, hat weniger Risiko aus meiner Sicht dann auch mal was allein zu machen in Bergen als im Flachland. Also speziell natürlich bei Blauthermik-Situationen, wo dann der Pulp, denke ich, vorprogrammiert ist. Und deswegen sage ich also, ja, durch den gemeinsamen Abflug und Berge und mehr Variationsmöglichkeit gehört das irgendwie zusammen. Also ich glaube nicht, dass es besonders gut fliegt, das Format im Flachland. Kann ich nicht bestätigen. Ich bin schon einige mitgeflogen im Flachland und auch da ist es so gewesen, dass man sich also relativ sofort separiert hat und die Besseren sich nach vorne abgesetzt haben, die Schlechteren hinten gewesen sind und eigentlich die Massierung immer kleiner geworden ist zum Schluss. Also klar, bei Blauthermik ist es immer blöd, aber selbst da gab es unterschiedliche Strecken, weil ich meine, durch Hinterherfliegen gewinnst du kein Grand Prix. Uli, du bist ja jemand, der ist ja auch schon mal eine Weltmeisterschaft in Omarama, also auch in den Bergen geflogen. Wie siehst du den Unterschied jetzt ein normales Wettbewerbsformat in den Bergen gegenüber Grand Prix-Format? Also in Neuseeland bin ich beide Formate geflogen, die Weltmeisterschaft und den Grand Prix, den World Grand Prix. Und für mich hat der World Grand Prix oder das Grand Prix Fliegen den riesen Vorteil, dass die Einstellung der einzelnen Piloten, die Denke, völlig anders ist. Die ist nach vorne gerichtet. So wie der Thilo bereits gesagt hat, ich muss vorne mitfliegen und nicht hinterher, um zu siegen. Und das verändert den Flugstil schon enorm. Jeder will nach vorne und das ist im Gebirge tatsächlich einfacher, so wie es der Mario bereits gesagt hat. Man kann dann auch mal alleine an den Bergen entlang alle drei Aufwindarten nutzen, das im Flachland so nicht möglich ist. Und der Grand Prix durch nur 20 Teilnehmer hat natürlich diesen sozialen Aspekt auch, dass man eine relativ kleine Gruppe ist am Boden. Man kennt sich, man hat Zeit füreinander, was auf großen Meisterschaften der klassischen Art so nicht möglich ist. Und deshalb macht er so unheimlich viel Spaß. Gut, das ist jetzt der soziale Aspekt, den habe ich ja auch. Also definitiv gebe ich dir recht. Aber nochmal zu dem taktischen Fliegen. Also gerade wie du sagst, du bist beides in Omarama geflogen. Wo ist der große Unterschied gewesen? Die normale Weltmeisterschaft und der Grand Prix? Also einmal fliegt man im Grand Prix alleine. In der klassischen Wettbewerbsform fliegt man in Teams. Und in Teams fliegen ist eine andere Herausforderung, wie alleine Entscheidungen zu treffen. Und da zeigt sich auch die unterschiedliche Einstellung zum Fliegen recht schnell. Nicht jeder Pilot ist für ein Grand Prix geeignet und nicht jeder Grand Prix-Pilot ist für einen klassischen Wettbewerb geeignet. Der Unterschied ist eben das Teamfliegen und die absolut andere Einstellung zu einem Flug. Man kann nicht hinten hoch. Man muss, um zu gewinnen, vorne mit dabei sein. Das ist eigentlich für mich der Hauptunterschied. Und also der Vorteil ist ja auch, wenn dir eben mal, ich glaube, Mario hat es mir vorhin schon mal so einen Nebensatz gesagt, wenn du halt mal daneben langst, dann ist es beim Grand Prix, kriegst du halt mal einen Nuller, genau wie der mit Null auch kriegt, weil die Hälfte des Feldes kriegt sowieso Null. Während wenn du halt mal beim normalen Wettbewerb komplett daneben langst, dann bist du unter Umständen raus. Aber wenn du einmal außen landest, werden zwei Drittel rumkommen, dann kannst du heimfahren. Das ist beim Grand Prix. Genau, das kommt noch dazu. Und durch das, dass der Tagessieger zwei Punkte mehr bekommt wie der Zweitplatzierte,
hat jeder immer wieder die Chance aufzuholen. Und das ist natürlich ein unheimlicher Anreiz, dass man bis zum Schluss mit vollem Engagement dabei bleibt. Katrin, wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, du bist noch nicht so viele Grand Prix geflogen, oder? Nee, ich bin dieses Jahr meinen ersten Grand Prix mitgeflogen. In Varese, den Qualifying Grand Prix in Varese, da habe ich mich auch recht kurzfristig angemeldet, weil die Margot gesagt hat, sie haben noch Plätze frei. Und muss echt sagen, also mir hat es auf Anhieb extrem viel Spaß gemacht. Also diesen Regatta-Start jetzt verglichen mit normalen Wettbewerben, das macht einfach extrem viel Spaß. Du bist absolut sofort im Rennmodus drin. Und bin dann wegen der einigermaßen guten Qualifizierung in Varese dann noch nachträglich eingeladen worden, weil es noch Absagen gab von Brian. Aber auch recht kurzfristig eingeladen worden dann. Ich glaube, 10 Tage vorher habe ich dann eine Einladung bekommen. Ich bin früher halt, während ich noch Juniorin war, bin ich einige Male in Sonderbau geflogen gewesen und habe auch damals 95 die Masters mitgeflogen gehabt, die der Brian Strackley da schon organisiert hatte. Aber das stimmt, ich bin keine erfahrene Grand Prix-Fliegerin, sag mal. Ja, das ist jetzt auch nicht getürkt gewesen oder vorher abgesprochen. Das ist mir jetzt während dieses Gesprächs so eingefallen. Nee. Also das heißt, es war jetzt erst der zweite oder dritte Grand Prix, die du überhaupt geflogen hast? Der zweite Grand Prix. Ja. Und bleibst du beim Grand Prix fliegen? Lässt du das andere Fliegen sein oder machst du beides nebenher oder wie geht's weiter? Es gibt ein ganz schönes Zeitproblem, wenn du beide Schienen fliegen willst. Das ist echt schwierig. Aber irgendwann nochmal so ein Qualifying Grand Prix zu fliegen, doch, das denke ich, werde ich auf alle Fälle machen. Es macht echt, das, was der Thilo und auch was der Uli vorher gesagt haben, ist diese soziale Komponente und du bist ganz extrem halt mit diesem recht doch kleinen Teilnehmerfeld, mit diesen 20 Leuten zusammen, das macht extrem viel Spaß. Das ist echt schön. Richtig cool war das. Ja, jetzt nochmal, du hattest gerade den Regatta-Start angesprochen. Also für diejenigen, die das vielleicht nicht wissen, beim Grand Prix läuft es so, es wird eine Zeit festgelegt und dann dürfen alle in einer maximalen Höhe über die Startlinie gehen und die Zeit läuft. Ja, beim anderen Wettbewerb ist es ja so, du suchst dir selber den Start aus und da geht ja schon immer diese Taktiererei los. Ne, wer zuckt am ersten, wer wartet am längsten, das ist beim Grand Prix nicht der Fall. Aber umgekehrt ist doch dann der Fall, dann fliegen alle 20 gleichzeitig los. Wie ist das sicherheitstechnisch? Also habe ich jetzt bei diesen 2 Wettbewerben, die ich jetzt mitgeflogen bin, eigentlich als nicht stresshaft empfunden. Man muss allerdings dazu sagen, die ersten 2 Bärte, die man dann auf Strecke ist, die sind ein enges Gewusel. Also da muss man extrem aufpassen. Aber es ist doch erstaunlich, wie schnell sich dann das Feld doch entzerrt und auseinanderdividiert. Aber du hast recht, die ersten 2 Bärte, da ist echt ein Gewusel und jeder versucht, in den Bart reinzukommen und möglichst besser zu steigen als die anderen. Aber sonst auf Strecke fand ich es eigentlich überhaupt nicht gefährlich oder dass da extrem aggressiv geflogen wird, kann ich nicht bestätigen. Geht auf vielen Quali- oder deutschen Meisterschaften mit 40 Flugzeugen in der 18-Meter-Klasse zum Beispiel, da ist das Gepulke oder das Gedränge oft größer. Gut, weil es wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass es halt nur 20 Teilnehmer sind und nicht 40. Ne? Ja. Nee, also es hat immer sofort den Renncharakter gehabt. Ich weiß noch, wo wir den einen Tag, wo wir nach Süden abflogen mussten, da habe ich auch Videos gemacht. Das ist schon irre, wenn dann alle losgehen auf Strecke und dann nebeneinander alle wie auf einer Fadenschnur aufgereiht sind, nebeneinander herfliegen und gucken, dass sie den ersten Bart kriegen. Das macht schon echt springen. Extrem viel Spaß. Weil du gerade sagst, Video hast du gemacht, das hat mich noch so gewundert, dass du noch Bilder machen konntest während des Grand Prix. Und ich habe mal ein paar Bilder, die ihr mir geschickt habt und die ich auch selber gemacht habe, um mal hier unseren Zuschauern einfach zu zeigen, wie es da so abgeht. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ich weiß nicht, wer möchte ein bisschen was kommentieren? Da im Briefing war ich ja selber nicht dabei. Mir war ja noch Corona, also alles schön brav, immer mit Maske gewesen. Mit Abstand, alles ganz korrekt gemacht. Ja. Vorne ist Ort, die hat das Wetter gemacht und helft mir gerade. Ich ist Künz. Genau, als Wettbewerbsleiter. Das ganze Starterfeld, die meisten werden ja den Flugplatz Sandobar schon mal gesehen haben, ist ja ein riesen
Flugplatz ist er eigentlich auf diesem Flugplatz fast untergegangen. Ne? Weil das war ein so kleines Feld, stand irgendwie, hat man gar nicht so richtig gemerkt, dass da eine Weltmeisterschaft stattfindet. Was ich auch ein bisschen schade fand, muss ich sagen, es waren kaum Zuschauer da. Ist das so üblich für Grand Prix oder? Eigentlich nicht. Besser? Eigentlich ist gerade Grand Prix prädestiniert, Zuschauer ans Feld zu locken, immerhin. Man ist ja mitten im Geschehen drin, sowohl beim Start und vor allem beim Zielüberflug kann jeder sofort sehen, der Erste, der über die Linie ist, hat gewonnen. Das ist so klasse für die Zuschauer, mal abgesehen davon, dass man auch überhaupt mit Speed über den Flugplatz drüber fliegen und die Eleganz und die Geschwindigkeit des Segelflugs zeigen kann. Und das wird auch oft gemacht. Also ich kenne viele Grand Prix, wo also richtig, richtig viele Leute dabei sind. Hier war es ein bisschen Corona geschuldet. Es war eh lustig, 3 Tage vor dem Wettbewerb hat man eigentlich noch gar nicht mitgekriegt, dass da ein Wettbewerb stattfindet, haben die Franzosen in kürzester Zeit alles aufgebaut gehabt, und wo sie jetzt, sagen wir mal, durchaus Corona geschuldet eben nicht gemacht haben, ist so wie bei den anderen Grand Prix in Sisteron vor einigen Jahren, da haben sie im Supermarkt ein Flugzeug aufgebaut, mitten in der Stadt hatten sie ein Flugzeug hingestellt, um wirklich dieses Publikum und die Fußgänger einfach auf den Flugplatz zu locken. Und das ist denen damals auch wirklich gelungen. Da war dann auch Halligalli am Platz mit Würstchenbude und mit Stand und Karussell und was weiß ich. Da kann man also echt so ein bisschen Atmosphäre, so eine Rennatmosphäre schaffen. Schöne ist ja, das Ganze ist ja auch sehr, sehr kurz. Ich meine, man kann am Platz verweilen während des Flugs, kann sich dann auf der großen Leinwand anschauen, wo die Leute gerade fliegen, die Kommentare mitverfolgen. Also man kann das durchaus live klasse am Boden erleben. Hier war das Ganze natürlich eher für den virtuellen Bereich gedacht, den sie also auch wirklich mit Akribie gemacht haben. Da wirst du sicherlich nachher noch was dazu sagen. Ja, genau, da kommen wir nachher noch dazu. Ja, also mir ist aufgefallen, es waren halt ein paar Urlaubsflieger, die auf den Nachbarplätzen waren, die haben halt mal vorbeigeschaut, aber das war es leider. Eigentlich schade. Ne, ich habe so ein paar Bilder aus der Stadt, also das ist eigentlich mein Lieblingsbild, Thilo, weil ich finde es immer ganz, ganz toll, wie deine gesamte Familie da um dich ist. Ich finde es super. Ja gut, meistens waren noch viel, viel mehr, die ums Flugzeug drumherum gestanden sind, weil irgendwie war das, wie du schon gesagt hast, sehr einladend. Ja, man sieht es. Auf diesem Bild, und wer jetzt genau hinschaut, da ist jetzt nicht nur Biko da, sondern da sind ganz viele Junioren. Und ich weiß nicht, Thilo, waren die jetzt wegen dir da oder wegen was waren die Junioren da? Was für eine Frage. Natürlich ausschließlich wegen mir. Die kleinen Cousinen haben überhaupt nichts damit zu tun. Ah, okay, Gott, okay, dann habe ich da irgendwas durcheinander gebracht. Ja, dann kommt dein Lieblingsbild, weil du es gekriegt hast. Da musst du jetzt aber selber was dazu sagen. Weil sonst ja, also ich meine, man braucht natürlich, also beim Formel 1 gibt es ja diese berühmten Boxenluder. Sowas haben wir natürlich hier auch bei uns. Wir haben also unser Grid-Luder in Form eines Umbrella Girls. Mit dem Outfit müssen wir noch ein bisschen üben, aber die Aktion als solches war einfach spitze. Also du hast wirklich sofort gesehen, was die Piloten brauchen und hast uns also da behütet und beschattet und versorgt und mit Bier versorgt, abends direkt nach der Landung. Also nur ein großes, riesengroßes Dankeschön. Ich glaube, das war nicht nur bei mir, das war bei allen Piloten. Du hast dich also echt da gefünft halt. Große. Ja, sagen wir mal so. Also das Outfit, halt, das Outfit, Thilo, da hat er schon noch nachgelegt. Also, stimmt, ja, gibt es ja auch ein Bild. Du erinnerst dich. Aber unter uns. Da hat er schon noch nachgelegt. Oh, ja. Da gibt es kein Bild davon, das ist aber echt traurig. Also nicht von mir jedenfalls. Aber es gibt. Wenn der Benny mir den Bildschirm teilt, dann kann ich nachhelfen. Ja, genau. Es gibt das Bild mit dem Doping. Und Mario, du weißt, das war der erste Wertungstag. Den hast du mit 9 Minuten Vorsprung gewonnen. Ne? Also nicht, dass du, nur dass du weißt, warum du ihn gewonnen hast. Ne? Absolut. Genau, hat motiviert. Okay. Am zweiten Tag ja, wollte auch, ne, deswegen musste man da ja ein bisschen nachgehen. Nein, ich habe diese Bilder jetzt eigentlich nur gebracht, um zu sehen, wie toll die Stimmung war. Ne? Also ich glaube, man sieht schon, dass wir da alle riesen Spaß dabei hatten. Nein, wir waren mit vollen Ernst und ganz seriös da und haben uns nur auf den Sport konzentriert. Genau, und wer hat es gerade mit dem After-Landing-Bier erzählt? Ich hätte es ja nicht erzählt. Gut, das hattest du, Thilo, vorhin auch schon mal kurz erwähnt. Also diese mediale Darstellung, die fand ich sensationell. Also diese hier, die sind mit der Videokamera, die haben
die Piloten interviewt. Das war dann online. Und ich habe ja viel von den Leuten zu Hause immer Feedback bekommen. Also diese Berichterstattung, die war sensationell. Na, man konnte dann live 3D-Tracking machen. Hier, man sieht Brian Spreckle oben. Auch, also sie haben das auf Englisch und auf Französisch gemacht. Na, also hier ist noch der Bench. Die beiden haben das auf Englisch gemacht. Und auf Französisch hat es die Ort und Eric Napoleon als Lokalmatador gemacht. Den ganzen Flug immer kommentiert und eben auch, wie man jetzt hier sieht, so die Systeme eingemalt, was ja im Prinzip eigentlich schon auch eine Erklärung des ganzen Fluggebietes gewesen ist. Also wer mal nach Südfrankreich geht, kann sich sehr gerne mal so einen Flugtag anschauen, weil da wird eigentlich dieses Prisensystem und so weiter erklärt. Und ich muss sagen, das war wirklich sensationell. Und das war auch für uns am Boden, wenn ihr weg wart, die 2,5 Stunden, Grand-Prix-Strecken sind ja immer relativ kurz, wahnsinnig spannend, das immer zu verfolgen. Und vor allem, wenn man diese Gegend kennt und dann diese Schlüsselstellen sieht, dann zittert man ja mit. Das ist ja fast spannender, als wenn man selber drin sitzt. Also wir haben das Ganze meistens auf 2D verfolgt. Und man sieht hier diese Perlenschnur, die einmal hier direkt an dem Flugplatz vorbeikam. Da war mal ein Wendepunkt. Es gab zweimal diese Sache direkt am Flugplatz. Und das war natürlich dann leider eben nur für wenige Zuschauer zu sehen, als ihr da direkt vorbeikam. Wir saßen am Pool, haben euch beobachtet. Ihr wart leider ein bisschen hoch. Ihr habt dann Brian mal den Vorschlag gemacht. Maximale Überflughöhe für sowas 500 Meter. Nur für die Zuschauer. Ne? Wäre dann für euch auch spannender gewesen. Wobei ich glaube, beim nächsten Mal wart ihr dann eh alle relativ tief, weil da haben wir euch relativ niedrig gesehen an diesem schwachen Tag. Ne? Aber da kommen wir dann nachher noch drauf. Ja, hier ein Bild zu diesem Zusammenhalt. Da muss man sagen, Thilo, sag du was dazu, weil du warst... Ja gut, da kann auch der Werner was dazu sagen, der hat auch mitgeholfen. Also international hier, das war der Thomas Gostner, der hat einen Plattfuß gehabt, ein Loch im Schlauch gehabt. Und dann haben wir halt mit vereinten Kräften in kürzester Zeit ja einfach einen Radwechsel kurz vorm Start gemacht. Und alle haben super mitgeholfen. Und das ist typisch. Also wenn jemand ein Problem hat, dann hilft man sich, man schiebt sich gegenseitig raus. Man ist einfach eine Segelfliegergemeinschaft und hat einfach immer ein Grinsen im Gesicht und Spaß dabei. Es war auch hier eine lustige Angelegenheit, als vor allen Dingen, als wir es dann hingekriegt haben, hat sich dann jeder in die Hände geklopft und hat gesagt, super, jetzt kann es weitergehen. Ja, also das muss ich sagen, das war wirklich eine super Aktion. Ja, auch das nächste Bild bietet das so ein bisschen hinter, zeigt es auch ein bisschen. Katrin, kannst du vielleicht was dazu sagen, wie das entstanden ist? Entstanden ist es, dass ich immer gesagt habe, wir hatten noch gute Karten und der HW Ritter, der lebt ja da unten und ich weiß schon von seinen anderen Besuchen in Varese letztes Jahr, der ist ja auch vorbeigekommen oder dieses Jahr sogar und der fliegt selber immer mit 3D-Karten im Flugzeug. Also der schneidet die irgendwie auseinander und macht die so klein, damit er im Cockpit die noch halten kann und dann gucken kann, wo er langfliegt. Na, da habe ich gesagt, gar kein Problem, er hat noch große Reliefkarten und die kann er uns gerne zur Verfügung stellen. Und dann hatte ich die im Auto geparkt bei mir und dann, wo wir im Grid waren, haben wir die ausgepackt, weil ich natürlich deine Expertise immer gerne gehört habe, Schunki, jeden Morgen, was du so denkst und wie man da am besten die Berge nimmt. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass wir zwei, wann war das, vor 3 Jahren zusammen mit Leinwart 32 von Primasau aus geflogen sind und du kennst das da unten einfach alles wie aus dem FF. Das habe ich sehr genossen und das ist immer eine größere Runde geworden dann jeden Morgen. Da war der Thomas Gostner dabei und der Werner war immer dabei. Dann kam noch der René Vidal und der Oskar Gutrian, der hat sich natürlich auch gern angehört aus Südafrika, weil er auch die Gegend nicht so gut gekannt hat. Also ich fand es dann immer sehr, sehr lehrreich, hilfreich und amüsant. Also ich muss sagen, das ist, glaube ich, das war am zweiten Tag, wo das erste Mal so eine größere Runde wurde. Und das war der erste Tag, wo auch man in dem Hangflug unten fliegen konnte, weil der erste Tag ging ja eigentlich nur so senkrecht zu diesen Hanglinien. Und da habe ich mich so ganz locker hingestellt und habe eigentlich gesagt, ja, da kannst du da unten, bist du deutlich schneller. Und mir ist eigentlich erst im Nachhinein klar geworden, was ich da eigentlich verbrochen habe. Da habe ich gesagt, ich erzähle hier Leuten, die da noch nie geflogen sind, dass da unten das viel schneller ist. Aber wenn das mal nicht funktioniert, kann das ja auch mal zu einer Vollbremse werden. Ne? Und ich gab ganz ehrlich, ich habe Blut und Wasser an dem Tag geschwitzt und war dann heilfroh, dass die meisten oben geflogen sind.
bis auf zwei. Die waren nicht dabei bei diesem Briefing. Mario, ihr seid unten geflogen. Ne? Ja, an dem Tag, du redest vom zweiten Tag, wo dann quasi das erste Mal so die Standard-Handflugstrecke irgendwie so auf der Strecke lag, also kommend von Dinje müsste dann gewesen sein, dass wir die ganzen Bergnamen da zusammenbringen. Also Ben Cousin, Beek, Otto, Jouer, Grete Sell und dann bis Haushang Aspre. Und dort gab es halt an dem Tag dann wirklich die zwei Optionen. Einmal relativ hohe Wolken. Vielleicht machen wir mal kurz einen Break hier. Benni, ja. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht der Zeitpunkt, wo wir vielleicht mal einmal so eine SEO-Animation vom zweiten Tag machen. Ja. Ja, jetzt sind wir mal hier in eine 3- oder 2D-Animation von SEO gegangen, von diesem zweiten Wertungstag. Das ist jetzt noch kurz vorm Abflug und wir haben, glaube ich, 9 Teilnehmer mal gemacht, damit es nicht überlastet ist, aber was man gleich sehen wird, eben diese gerade angesprochene unterschiedliche Streckenwahl. Jetzt ist der Abflug. Die erste Wende war da relativ bald da bei Moustier, also das waren 35 Kilometer. Und es ist noch eigentlich relativ eng beieinander, weil man kann da ja auch noch nicht viel differenzieren auf so einer kurzen Strecke. Nach der Wende gehen hier alle logischerweise an die Serre de Montigny. Und jetzt wird spannend, Mario. Ich glaube, Mario und Werner, jetzt müsst ihr mal erzählen, was da war. Vielleicht halten wir mal ganz kurz an, Benni. Weil jetzt müsst ihr sehen, weil jetzt sieht man ja leider die Wolken nicht, was auch so ein bisschen an der 3D-Animation leider fehlt. Aber da habe ich gehört, das wollen sie demnächst auch machen, dass man diese Live-Wolkenbild nicht sieht, um diese Entscheidungen nachzuvollziehen. Aber jetzt, Werner. Ja. Also aus meiner Sicht, ich bin tief geflogen, weil ich einerseits den Mario gesehen habe, dass der tief rausfliegt. Und ich habe gedacht, ja gut, anfliegen, das tue ich gern. Da gehe ich mit dem Mario mit. Er kennt sich in der Gegend sehr gut aus. Und ich schaue mir das mit ihm mal an. Werner und Mario sind jetzt gerade die beiden hier über Dinje, wo ich es gerade mit der Maus zeige. Ja, ja, genau. Und man muss dazu sagen, was wir dann dort geflogen sind, ist dann so eine Hangflugstrecke, die wir schon 1000 Mal im Frühjahr und so weiter trainiert haben, mit der Spezialität jetzt an dem Tag, dass es sehr hohe Wolken gab und halt diese zwei Extremalternativen, sage ich, einmal hoch an Wolken fliegen oder dann halt mit ja, einem gewissen Risiko da am Hang, also nicht im Sinne von, dass das Hangfliegen selber das Risiko ist, sondern man fliegt dann halt tief und muss irgendwo dann kurz vor der Wende, die man dann nachher noch sehen, dort muss man wieder hoch und da kommen wir sicherlich nachher noch auf einen kritischen Punkt dann und das war dann der spannende Teil. Davor gingen die Hänge so, sie gingen, aber auch jetzt nicht besonders gut, aber man kann halt die ganze Zeit zwischen 130, 150, 180 fliegen und hat damit erstmal eine sehr hohe Grundgeschwindigkeit. Vielleicht dazwischen noch mal einer von den anderen. Uli, warum bist du jetzt nicht unten geflogen, sondern oben mit? Also ich habe an die Option, am Hang zu fliegen, überhaupt nicht gedacht. Ich war der Meinung, der Wind ist viel zu schwach. Und die hohen Wolken, die haben eingeladen, das über die normale Thermikweg, dass es schneller ginge. Ah ja, okay, gut. Ja, man hat auch gesehen, also tatsächlich direkt auf Kurs, das war fast so eine Konvergenzlinie, die sich entwickelt hatte. Die sah natürlich super einladend aus. Man musste natürlich da hinkommen, da war der Lühr im Weg. Das war so ein bisschen das Problem, was auch ein paar dann aus dem Konzept gebracht hatte. Aber an dem Tag sieht man, dass es einfach ganz tolle verschiedene Optionen gibt und man die dann auch einfach ausprobiert. Im klassischen Wettbewerb wäre man vermutlich solche hohen Risiken einer komplett anderen Flugstrecke wahrscheinlich nicht so konsequent eingegangen. Absolut richtig. Das ist das Schöne beim Grand Prix Fliegen, dass man wirklich seine Ideen ausleben kann und wenn man sie mal, wenn sie nicht funktionieren, dann ist man noch nicht aus dem Wettbewerb raus. Ja. Also es ist nicht die Fehlervermeidungsstrategie, sondern eigentlich eher das Streben nach der besten und schnellsten Entscheidung. Ja, dann schauen wir uns mal an, wie es eigentlich sich ausgezahlt hat am Ende dann.
Jetzt sehen wir eben, wie Werner und Mario hier voraus am Hang fliegen, relativ tief an der bekannten Route, am sogenannten kleinen Parcours. Und die anderen eben noch am Kohlen genau. auf der hohen Route sind. Wobei man natürlich dazu sagen, die anderen sind zu dem Zeitpunkt bestimmt gut 1000 Meter höher. Ja. Nicht der blaue. Also ein paar hat es da echt gleich abgestreift. Also, Bei uns lief halt dann quasi die Strecke, wie schon vorhin gesagt, es lief jetzt nicht besonders gut, der Hang, Uli, also deine Beobachtung war wahrscheinlich richtig, dass da jetzt nicht viel Wind oder was. Das ist ja die Spezialität dann von Südfrankreich, dass es auch eigentlich quasi ohne, sagen wir, meteorologischen Wind dann halt über die Brisen, also das Ansaugen von hohen Bergen, dass dann halt auch an solchen Tagen, wo eigentlich gar kein Wind ist, dann immer so eine Südwestkomponente hat, man trotzdem einigermaßen hangfliegen kann. Ja. Und jetzt, ich meine, den entscheidenden Punkt, glaube ich, da sind wir jetzt gerade schon ein bisschen dann drüber. Also wir hatten halt an der einen Stelle hinter der Querung vom Durance-Tal kommt dann nochmal die Crête des Selles und dann sind wir im Aspre-Haushang geflogen. Und dort war dann genau halt die kritische Situation. Wir sind dort relativ tief angekommen. Dort war sogar noch eine leichte Nordkomponente auf dem Hang drauf. Wir mussten dort dann, also sagen wir, 2-3 Minuten erstmal so im Lee Thermik, die Thermik suchen. Werner hatte das dann vor mir dann auch noch gefunden, ist mir dann irgendwie 300 Meter weggestiegen mit 5 Meter und bei mir hat es dann erst nochmal gedauert, bis ich dann die nächste Blase bekommen habe. Und das war dann der kritische Punkt im Flug, aber kam dann eigentlich unterm Strich dann noch sehr gut mit sehr starken Steigen, sodass wir dann als erstes dann quasi an der Wende waren, auch wenn die Unterschiede jetzt an der Wende nicht besonders groß waren, aber es war trotzdem unterm Strich die schnellere Route. Aber es war in jedem Fall der schnellere Weg. Und jetzt meine Frage an dich, Mario, also was mir aufgefallen ist, du bist jeden Tag vor dem Flug, ich möchte sagen für eine Stunde oder länger, auf dem Zimmer verschwunden und hast dich intensivst mit der Strecke auseinandergesetzt, obwohl du die Gegend ja eigentlich kennst. Hast du da jeweils diese unterschiedlichen Optionen bewusst mental durchgegangen und hast es dann nur abgespult? Ja. Oder was hast du, wie hast du dich vorbereitet auf diese Strecken? Also definitiv so wie du es gesagt hast. Also ich würde sagen, in dem Gebiet, wo wir jetzt hier geflogen sind, da kenne ich jeden Buckel. Ja, also es ist schon so, dass die Strecken kennen, aber je nachdem, also sie haben ja auch sehr interessante Aufgaben gewählt, wo eben genau dann halt jetzt mit den Möglichkeiten, ich kann am Hang fliegen, ich kann in der Thermik fliegen, ich kann über unterschiedliche Wege dorthin fliegen zu den Wendepunkten. Also es gab ja schon immer einige Variationen drin. Und ich habe dann die Stunde dann schon jeden Tag genutzt, um zu sagen, okay, was sind denn die möglichen Optionen? Gut, man kann dann am Schluss noch auf der Strecke dann natürlich entscheiden, okay, wie ist jetzt wirklich der Wind, wie hoch sind jetzt die Wolken und sowas. Aber dass da die Option an dem Tag da ist, da im Hang zu fliegen, die habe ich definitiv schon vorher gehabt. Das war jetzt nicht irgendwie dann ein spontaner Entschluss im Flug. Da sieht jetzt einen, das war mir jetzt gar nicht bewusst, der ist da so ein bisschen diagonal, der ist von der Crête des Selles dann rüber an diesen Tennenberg oder was das da ist, geflogen. Wissen wir, wer das ist? Wir können versuchen, es rauszufinden. Moment. Das war Kilo Whisky. Ich frage jetzt an Mario und an Werner. War das bei euch auch eine Alternative? Oder? Weil der war ja hinter euch. Ne? Also für mich war das nicht wirklich eine Alternative, weil wir bei dem Berg vor der Talquerung, ich kenne mich da von dem Namen nicht so genau aus. Crête des Selles. Ja, nicht... so hoch waren, dass, also ich habe gedacht, wir fliegen da, also wo wir geflogen sind, war für mich in Ordnung. Das links drüber war für mich nicht wirklich ein Thema. Der Mario, wie du das siehst. Ja, wir waren einfach, sagen wir, zu tief. Also der Hang hat es, wie gesagt, so gut funktioniert und dann war das eigentlich von Optionen her nur nach Aspre rüber, wobei dort auch natürlich eine super Wolke dann drüber stand. Ja, genau. Gut, ja, ich glaube, das ist von dem Tag, glaube ich, können wir das eigentlich dann, ja, also das war es zum zweiten Tag, vielleicht für diejenigen, die es jetzt nicht so richtig verfolgt haben, diesen Grand Prix, also Mario hat ja den ersten Tag mit, glaube ich, 8 Minuten Vorsprung gewonnen gehabt, am zweiten Tag war es dann etwas weniger,
aber er hat auch den zweiten Tagessieg eingeflogen gehabt, was natürlich kein schlechter Einstieg in so einem Grand Prix ist, wenn man gleich noch mit 20 Punkten anfängt. Und jetzt wollen wir nochmal in den dritten Tag gehen, wo auch eine sehr interessante Entscheidung getroffen wurde von Mario. Und Benni, dann zeig uns doch mal, wir fangen mal ungefähr an am Pic de Bure oder Anflug Pic de Bure zur letzten Wende. Ja, jetzt gehen wir mal in den dritten Wertungstag. Und zwar sind wir gerade bei der Umrundung der vorletzten Wende hier bei Barcelonnette. Und man sieht, der ganze Pulk ist mehr oder weniger beieinander. Und Benni, lass uns mal ablaufen und dann schauen wir mal, was passiert. Genau, also alle sind beieinander und alle sind auch ungefähr gleich hoch, wie man hier in dem Diagramm jetzt noch sieht. Also es sind nicht alle, sondern die wir ausgewählt haben, ne? Weil 20 ja dann doch zu viele wären. Ja, und jetzt, Mario, vielleicht erzähl du mal, weil hier, da seid ihr zusammen und dann passiert was. Also der hellblaue, der jetzt ja, da rein ist. Also jetzt hier hat man über den Colombis, meine ich, ja, das ist, da sind wir über dem Lac des Serpents, waren wir noch zusammen und dann hat man die Option gehabt beim Mont Colombis, das ist der Berg, wo jetzt gerade Pulp dann abweicht, dass man dort nochmal kreist, da müsste man aber irgendwie so 1-2 Kilometer nochmal links nach Süden fliegen. Ich habe mich dann so entschlossen, dass ich zum Pic de Bure auf die Querrippe, die man da sieht, dann zufliegt, weil da auch schöne Wolken drüber standen, also um den Weg abzukürzen. War eigentlich, wenn man es jetzt so sieht, dann ja, ein Fehler in Anführungszeichen, weil der Pulp dann doch deutlich höher war als ich. Und ich bin an der Querrippe angekommen, so auf Grathöhe, und die hat nicht gleich so richtig angepackt. Ging dann so mit 2 Meter, 3 Meter los und dann ist der Pulk irgendwann so 100 Meter, meine ich so in der Erinnerung, dann über mich drüber geflogen. Und ich hatte aber schon so das Gefühl gehabt, dass der Bart immer stärker wird, wo ich da bin, und bin dann dort drin geblieben, weil ich auch schon dann gesehen habe, dass vorne am Pic de Bure zwar Wolken stehen, die aber sehr, sehr hoch waren, sodass ich da schon befürchtet hatte, er hatte an der Stelle so eine riesige Flanke da Richtung Westen. Und aber wenn man da nicht hoch genug ist, kann man dort nicht richtig kreisen. Ja? Und deswegen hatte ich dann hinten entschlossen, ich bleibe da drin, und dann ging der Bart, und dann muss man natürlich dazu sagen, da gehört dann das Glück dann dazu. Dort, der ging dann auch von 3 bis auf 4, 5 Meter hoch, und dann war ich auch hoch genug, um nochmal an der Westkante vom Pic de Bure dann nochmal fast, sage ich mal, 6 Meter zu kreisen, dann bis ganz oben an die Basis hin. Das ging dann natürlich auch fix, das war dann nicht lang. Und dann konnte ich mit der entsprechenden Überhöhung, weil die anderen kein Steigen hatten oder nur wenig am Pic de Bure, sagen wir mal, vielleicht war ich dann 600 Meter drüber oder so, schätze ich mal, konnte ich dann von hinten nochmal an das Feld ranfliegen und dann auch noch an Sebastian vorbeiziehen dann quasi. Hast du den Sebastian da im Slalom gehabt? Also wusstest du, welcher Sebastian ist, wer der wichtige Mann ist? Ja, also ich war wirklich also massivst höher, also ich glaube echt so 600 Meter, und man sieht dann, das war ja dann hinten um die Wände rum, das heißt, ich konnte schon sehen, wo die rausgeflogen sind, bin ich noch auf die Wände zugeflogen, und dann, ich habe die ganze Zeit alle Flugzeuge dann im Blick gehabt, aber wir sind vorne ja wahrscheinlich auch so, was weiß ich, 180 schon geflogen, und ich muss dann halt 210, 220 fliegen, und da verliert man dann auch etwas Höhe, ja, und dann, bis ich aber dann ganz vorne war, weil da war nochmal auch viel steigen dann für den Pulk, das hat es dann auch nochmal schwerer gemacht, die konnten auch immer schneller fliegen, und war dann so ein bisschen südlich von der Grete Sell, war ich dann an Sebastian dran, so sagen wir 30 Meter höher als er, und konnte dann halt quasi durch den schnellen Endernflug ihm nochmal dann auch ein bisschen davon fliegen. Aber es war dann wirklich an der einen Stelle, da südlich von der Grete Sell, nur noch 30 Meter zwischen uns, obwohl ich vorher ein paar hundert Meter über ihm war, weil ich so schnell vorfliegen musste. Also das muss ich sagen, das war auf diesem Live-Tracking, das war wahnsinnig spannend zu verfolgen, wie du da rangekommen bist. Jetzt kommen wir vielleicht mal zu einem Thema, was spannend ist. Wir haben ja jetzt hier drei verschiedene Flugzeuge. Wir haben einen Piloten mit dem Ventus 3, wir haben einen Piloten mit der JS3 und wir haben jemanden mit der AS33. Ich sage jetzt mal als Laie, ich glaube, die Flieger tun sich nicht viel. Thilo, ich weiß, du wirst es jetzt ganz anders sehen, deswegen bist du jetzt mal außen vor, weil du bist vorbelastet. Aber Mario, dieser Endanflug war schon spannend zu sehen. Was war da besonders? Ja gut, also an dem Endanflug, ich denke mal, das war dann relativ objektiv, ja, weil, wie gesagt, wir sind dann so 30 Meter Höhenunterschied, dann, ich glaube, es waren noch so 55 Kilometer bis in die Heimat, aber noch dann, also
ja, ich weiß gar nicht mehr, das war dann so MacReady 3, also ich glaube so Geschwindigkeit zwischen 190, 210, eher dann in dem Bereich dann ja, 200 ja, und höher. Und ich so, also mit 30 Meter über Sebastian angefangen und dann nach den 55 Kilometer war ich 2 Kilometer vorne und ich glaube 100 Meter höher nach Flarm, habe ich so zumindest gesehen. Und da hat man dann schon gesehen, dann in den Hochgeschwindigkeitsbereich, dass dann der Ventus jetzt entsprechend jetzt mit der Flächenbelastung, sind alle mit 48 Kilogramm pro Quadratmeter geflogen, merklich besser war, ja, kann man so sagen. Auf der anderen Seite, dann ja, muss ich mal gucken, wo dann die Flugzeuge dann ihre Stärken und Schwächen haben. Und man darf jetzt auch nicht sagen, das sind jetzt dann riesige Unterschiede. An der Stelle war es jetzt signifikant. Man muss aber dann die verschiedenen Geschwindigkeitsbereiche angucken. Man muss auch schauen, okay, wie steigen die Flugzeuge. Und das sind Unterschiede da. Es sind sicherlich auch Unterschiede da in Flugeigenschaften. Aber es sind jetzt natürlich nicht mehr die Welten dann zwischen der K6 und der LS4, ich weiß es nicht, ja, aber es gibt Unterschiede zwischen Flugzeugen. Ja. Also jetzt vielleicht für diejenigen, die das nicht wissen, beim Grand Prix fliegt man nicht mit maximaler Flächenbelastung, also 600 Kilo, sondern eben es wurde jetzt hier für 48 entschieden, was sicherlich ein Vorteil ist, dass man nicht mit maximaler Flächenbelastung von der Sicherheit in den Bergen da ein Pulk am Hang hängt. Aber der Unterschied ist halt, jetzt fliegen die Flugzeuge mit unterschiedlichem Gewicht. Und dann kommt eben das, was jetzt Mario sagt, eben wohl zum Tragen. Und Thilo, das darfst du jetzt mal ein bisschen erklären, wo da der Unterschied ist. Warum haben die Flugzeuge mit der größeren Fläche da einen gewissen Vorteil? Ja, also ich bin jetzt nicht der Chef-Aerodynamiker. Das fragt man am besten einen Aerodynamik-Professor. Aber es ist tatsächlich so, dass die Aerodynamiker, die zuhören, also du sollst es jetzt so erklären, so ja, wie du mir schon mal erklärt hast, ich glaube, ja, das versteht der Rest der Zuschauer. Ja, also es ist ganz klar, dass Flugzeuge mit einer größeren Flügelfläche haben natürlich auch eine größere Flügeltiefe. Und gerade im hohen Geschwindigkeitsbereich bei gleicher Flächenbelastung haben einfach die Flugzeuge mit einer größeren Flügeltiefe im Schnellflug Vorteile, weil sie da einfach weniger Widerstand haben. Wie gesagt, Mari hat es ja gerade geschildert, das ist also da gerade in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich sichtbar, weil die Flugzeuge mit einem kleineren Flügel, also mit einer kleineren Flügeltiefe, fallen einfach etwas früher aus dem guten Bereich raus. Also der Knick der Polare ist einfach bei den Flugzeugen bei gleicher Flächenbelastung mit tieferen Flügeln ein Stück in höherem Geschwindigkeitsbereich als bei den Flugzeugen mit einem kleinen Flügel. Und das ist eigentlich, wenn man das weiß, kann man das natürlich ganz bewusst im Grand Prix, wo es ja wirklich um Positionen und nicht um absolute Geschwindigkeiten geht, kann man das halt natürlich einsetzen und muss also ganz genau mit seiner Geschwindigkeit haushalten. Und das macht dann, ist auch ein besonderer Reiz bei dieser Art der Fliegerei. Katja, du bist ja jetzt auch mit einer JS3 geflogen, die ja nun auch zu der Klasse kleine Flügel gehört. Wie siehst du diese Problematik? Also ich habe es jetzt da nicht als problematisch empfunden jetzt. Es war auch der spezielle Tag, wo ich, glaube auf dem dritten gelandet bin und bin eigentlich relativ gut an den Sebastian Kawa rangekommen, sage ich mal. Also ich habe da nicht verloren im Endanflug, bin dann mit zwischen 180 auch und 220 dann die letzten, was weiß ich, 30 Kilometer geflogen oder 40. Aber weißt du, auch vorher gesagt hast, die drei Flugzeuge, die geben sich alle nicht viel. Und wie der Mario auch gemeint hat, die Charakteristik sind halt bei dem einen so und bei dem anderen so, aber von der Leistung her sind die, glaube ich, alle ziemlich identisch. Aber was ich vielleicht mit der 48er Flächenbelastung war es bestimmt für die 33 oder die JS3 nicht optimal zu fliegen. Ich fliege sie lieber mit fast 60 Kilogramm pro Quadratmeter, aber fand es jetzt da nicht als problematisch, auch im Steigen nicht. Aber würdest du denn auch gerne im Pult mit einer 60er Flächenbelastung irgendwo? Nein, da unten nicht. Das, was du gesagt hast, ich nee. Und dann an die Hänge ran und am Hang achten und dann, okay, jetzt geht's mit Kreisen. Nee, ganz bestimmt nicht. Wollte ich nicht fliegen mit einer 60er Flächenbelastung. Katrin, ich würde da die Situation so einschätzen. Ich glaube, wenn man jetzt da, was weiß ich, Rieti oder jetzt irgendwie, wo man dann irgendwie so ein, was man nur Hang fliegen kann oder geradeaus, okay, dann macht das Sinn machen mit 60. Ich glaube, selbst wenn wir das freigegeben hätten, jetzt auch dort mit 60, wäre dort niemand mit 60 geflogen.
Also kann ich mir nicht vorstellen. Also ich denke jetzt auch nicht, dass man dann jetzt auch mit der größeren Fläche oder so in so einem Wettbewerb in Gebirge hat man da keinen Nachteil. Ja? Also dann hätten wir halt, wir haben halt alle mit, keine Ahnung, mit 56 geflogen. Also man muss halt genau überlegen, jetzt quasi, wie weit will man es hochschrauben oder so. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das nochmal einen großen Unterschied dann machen will. Ja, oder würde. Ja. Ja, aber gut, muss man überlegen. Ja gut, also ich muss sagen, ich bin ja verschiedene Grand Prix schon mit verschiedenen Flächenbelastungen geflogen. Grundsätzlich ist es immer so, dass im Grand Prix mit gleicher Flächenbelastung geflogen wird, was ich sehr begrüße, weil man schlicht und einfach ja doch oft eng gerade am Hang hängt oder im Pulk fliegt. Wenn alle die gleiche Flächenbelastung haben, haben natürlich logischerweise auch alle die gleiche Relativgeschwindigkeit. Und das ist gerade, wenn man eng zusammenfliegt, wirklich sehr, sehr von der Sicherheit her sehr hilfreich. Und wenn man dann natürlich die Flächenbelastung noch ein bisschen runterschraubt, also wir sind in Chile sind wir mit einer 52er Flächenbelastung geflogen und hier sind wir mit einer 48er Flächenbelastung geflogen. Ich muss sagen, also gerade im Gebirge, wenn es also richtig ruppig und schwierig wird, hat man also mit der leichteren Flächenbelastung einfach größere Margen, mehr Reserven. Flugzeuge sind manövrierfähiger und wenn es irgendwo mal in kritischen Situationen kommt, hat man einfach mehr Sicherheitsreserven. Und insofern bin ich also sehr, sehr froh, dass man also die Flächenbelastung da tatsächlich reduziert hat. Und ich glaube, dem Spaß hat es keinen Abbruch getan. Also ich glaube, wir sind alle mit einem dicken Grinsen ausgestiegen. Auch wenn man, sagen wir mal, der eine oder andere sagt, man hätte tendenziell bei dem guten Wetter noch schwerer fliegen können. Katrin, ist noch eine Frage an dich, weil du ja JS3 geflogen bist. Sind ja ein paar JS1 mitgeflogen. Haben die das aus taktischen Gründen gemacht? Weißt du da was? Weil die JS1 im Prinzip der gleiche Flieger ist, bloß eben mit der größeren Fläche, ne? Und dann einen ähnlichen Vorteil in Anführungsstrichen hat wie der Aventus? Ich selber bin, wie gesagt, noch nie in der JS1 im Wettbewerb geflogen, aber ich weiß, dass die JS1 geflogen sind, durchaus gesagt haben, für diese 48er Flächenbelastung und Grand Prix-Style ist die JS1 auf jeden Fall eine gute Wahl, das Flugzeug zu fliegen. Es hat super gute Leistungen und auch die Steigeigenschaften sind extrem gut. Also das habe ich auch so empfunden. Es ist immer ein super gutes Flugzeug für die 18-Meter-Klasse mit den 48er Flächenbelastungspunkten. Und ich meine, der Bostern hat ja auch den, ja, jetzt muss ich überlegen, den vierten Wertungstag, glaube ich, hat er ja auch gewonnen mit der JS1. Ja. Nee, das ist extrem, extrem gut gewesen. Jetzt wollen wir natürlich den AS33-Piloten auch zu Wort kommen lassen. Werner? Ja. Also ich sehe das ähnlich wie die Katrin. Ich glaube, dass die Flieger sich nicht viel schenken. Ich habe das Gefühl gehabt, bei Highspeed hatte ich ein bisschen einen Nachteil aufgrund der gleichen Flächenbelastung mit dem kleinen Flügel. Ich auch gegenüber Mario, muss man ehrlich sagen. Ja, wobei wir hatten auch mal einen Tag, wo, ich weiß nicht mehr, wie viel die Wertungstage war, wo wir nach über Sisteron reingleiten mussten in den Regen. Ich glaube, die Katrin, du bist schon vorausgeflogen, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann musste man wieder raus aus dem Regen und das war im Prinzip ein langsames Gleiten. Ja. Und da, also da hat es absolut keine Vorteile gegeben für die Flugzeuge mit tieferen Flügeln. Ja, das stimmt. Aber im Highspeed, finde ich, ist ein bisschen ein Vorteil, ja. Also an dem Tag war es sehr interessant, da bin ich wirklich, war so ein bisschen Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Sebastian. Und er ist 40 Meter höher losgeflogen. Wir mussten, das waren, glaube ich, über 40 Kilometer, fast 50 Kilometer, die wir gleiten müssen. Ich denke, nachher den Tag wirst du noch mal zeigen, Matthias. Aber da war es wirklich so, wir sind 50 Kilometer geglitten, wirklich mit bestem Gleiten. Weil eigentlich hat keiner von uns gerechnet oder ich habe nie mehr daran geglaubt, dass wir da nochmal wieder ins gute Wetter zurückgleiten können. Wir haben es dann in Turmhöhe haben wir es dann geschafft, wieder anzufangen. Aber wir sind wirklich 50 Kilometer geglitten und sind 40 Meter höher losgeflogen und 40 Meter höher angekommen nach 50 Kilometer. Also es war wirklich genau gleich. Fand ich beeindruckend. Also Moment, jetzt nur, dass ich das jetzt richtig verstanden habe. Tilos Aussage ist, der Ventus und die AS33 sind gleichwertig. Im Gleiten. Sag jetzt einfach mal nichts dazu, Tilo. wir wollen natürlich den Uli auch nochmal zu Wort kommen lassen. Uli, der ein bisschen unvorbelasteter ist, weil er mit einem geliehenen Flieger geflogen ist. Ja, auf jeden Fall
aus meiner Beobachtung raus sind die Flugzeuge wirklich sehr ähnlich. Ich liebe leichte Flugzeuge, weil ich einfach von der alten offenen Klasse komme mit 45er Flächenbelastung. Und ich mit 50er Flächenbelastung damals am Grand Prix in Neuseeland in Qualifying geflogen bin und ich mir geschworen habe, mit so hoher Flächenbelastung und Standardklasse fliege ich nie mehr im Gebirge, weil die Sicherheit mir wichtiger ist als hohe Flächenbelastung. Sicherheit bedeutet, dass ich langsamer kreisen kann, langsamer achten kann vor den Bergen und das ist mir wichtiger. Das Abfliegen von der Energielinie, das ist dann doch letztendlich auch das Können vom Piloten, der die kleinen Nuancen erkennt, geringeres Sinken erspürt, erfüllt. Und das macht aus meiner Sicht das meiste aus. Die Flugzeuge sind sehr, sehr ähnlich. Also weil du da auch die Sicherheit gerade angesprochen hast mit der Flächenbelastung, wie siehst du an sich Wettbewerbsfliegen in den Bergen? Also ich liebe das Fliegen in den Bergen. Das habe ich, beziehe ich im Flachlandfliegen einfach vor, weil das Gebirgsfliegen ist aus meiner Sicht viel einfacher. Man sieht, wo es steigt. Und, das ist nicht so laut, deswegen wissen doch die Leute, die denken immer, ich fliege so gut. Das ist nämlich genau meine Dings, deswegen kann ich das ja so gut. Ja, man muss nur öfters üben, weil sicher braucht man den nötigen Respekt, weil man näher am Boden ist, an den Bergen. Aber auf das kommt es im Fliegen ja immer drauf an, dass man sauber fliegt, dass man den Faden, die Fahrt im Griff hat. Und sobald man merkt, dass man müde wird und unkonzentriert, dann muss ich eben weiter weg vom Berg. Und wenn man diese Grundregel beachtet, dann finde ich das Gebirgfliegen nicht gefährlich. Nee, da sind wir uns ja einig, nicht. Es geht ja darum, ist das Wettbewerbsfliegen in den Berg gefährlich? Weil man da vielleicht auch mehr Risiko angeht, als wenn man nicht im Wettbewerb ist. Ich finde das, also das ist eben meine Sicht der Dinge. Im Wettbewerb bin ich viel konzentrierter, wie wenn ich nur für mich zum Spaß fliege. Da muss ich mich viel öfters wieder zusammenreißen, um konzentriert zu sein. Wenn man mit anderen im Wettbewerb im Gebirge fliegt, dann bin ich einfach konzentrierter und achte auf jegliche Kleinigkeit mit dem Wetter, mit dem Gradausflug. Und viele meinen dann, das sei gefährlicher, weil man eben näher am Berg ist. Das ist eine individuelle Entscheidung. Und ich bin der Überzeugung, dass in der Vergangenheit die vielen Unfälle, die passiert sind beim Spazierenfliegen oder beim Alleinfliegen, deutet darauf hin, dass die Konzentration zu schnell nachlässt. Also das Wettbewerbsfliegen ist aus meiner Sicht nicht gefährlicher. Und es ist ja auch über kürzere Zeit, gerade beim Grand Prix, waren es ja immer bloß so 3 Stunden Flugzeit, muss man auch dazu sagen. Ne? Genau, das hilft auf jeden Fall, dass man die Zeit konzentrierter angehen kann, wie lange Langstreckenflüge, so wie du es machst. Aber du hast dich auch dran gewöhnt. Du weißt deinen Rhythmus. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, die man sich selber beantworten muss. Dass ich den Rhythmus von meiner Konzentration wieder Entspannung, dass ich das beherrsche. Ja, also das ist das, was ich auch immer sage. Du kannst dich 10 Stunden lang 100% geben. Du musst so wissen, wann du mal relaxen kannst und wann es nicht darum geht, 100% den Gleitpfad jetzt zu optimieren, wo du sagst, okay, jetzt ist es viel wichtiger, Kräfte zu schonen für dann den Bart, den du vielleicht irgendwann mal wiederholen musst. Gut, ja, genau. jetzt haben wir mal 2 Tage besprochen. Wir waren ja eigentlich vorhin, sind wir da reingekommen, weil wir ein paar Bilder angeschaut haben.
Deswegen würde ich gerne jetzt nochmal hier bei den Bildern weitermachen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier wieder. Genau, also bei dem Bild sind wir reingekommen. Wir haben nämlich jetzt hier von euch so ein paar Luftaufnahmen, damit man mal so ein bisschen einen Eindruck hat, wie das aussah hier mit dem Pool und das Wetter. Also ihr seht mal einfach, es war geniales Wetter. Wer hätte gedacht, dass wir im September so klasse Wetterlagen haben und wirklich solche tollen Schnitte fliegen kann? Ne? Jetzt glaube ich, es gab einen Tag, da ist man mit einem 130er Schnitt nicht in die Punkte gekommen. Oder wen hat bekommen? Also unfassbar für Anfang Herbst eigentlich. Ne? Ja, und schön ja, war es auch. Ich finde es wirklich interessant, dass ihr da Zeit noch habt, hier im Wettbewerb noch Fotos zu machen. Egal ob Katrin hier oder auch hier. Ich glaube, Thilo, das ist, glaube ich, von dir. Ja, dass du auch den Vogel damit getroffen hast. Ja, gibt's denn das? Wie viele Vögel habe ich denn während des Fliegens getroffen? Und das schaffst du dann auch noch. Vogel also, und Flugzeug, ja. Hm? Bitte? Vogel und Flugzeug. Und sogar das einzige Stückchen Sonne, was es in dem Tal hatte. Das war nämlich dieser besagte Tal, Tag in Barcelonette, wo es überall ein bisschen genieselt hatte. Hm? Also das war dieser berühmte vierte Tag, ja. Ja, genau. Ja. Auch noch dazu. Auch dieses, also das ist eigentlich mein Lieblingsbild, Thilo, von dir. Hm. Weil, also das finde ich sensationell, ne? Im Anflug auf dem Pool die Hand rauszuhalten und von oben zu fotografieren und dann 1, 2, 3, ich weiß gar nicht, wie viele Flugzeuge waren. Ja, 5 und dreimal dürft ihr raten, wer der vorderste, oberste ist, ja. Ja, ich schätze mal, das wird dann Mario sein. Ne? Ganz genau. Das war am letzten Tag. Da habe ich genau von diesem Punkt, kurz danach, habe ich dann ein Screenshot, weil ihr immer sagt, es teilt sich auf, also ich weiß es nicht, da glaube ich, waren alle 20 zusammen. Naja gut, also wenn man die Kupp mitten in den Weg reinstellt, dann wird natürlich jeder zur Kupp fliegen. Nein, das ist vollkommen klar. War auch jetzt nur so am Rande. Hier noch ein Bild von einem Endernflug. Uli, ich finde es schön, dass du dabei bist. Vielleicht kannst du was dazu sagen, weil wenn man jetzt etwas reinzoomt, dann sieht man, dass also auch die 20 weltbesten Piloten, die da waren, nicht fehlerfrei sind. Uli, was ist passiert? Ja, also ich bin nochmal zurück vielleicht, um den Leuten zu erklären. Also dieser eine gelbe Punkt, der jetzt mittig ist, das war nochmal so ein Pflichtwendepunkt, damit alle gerade auf den Flugplatz unten drauf fliegen, wo man eben nochmal durch diesen 500 Meter Zylinder durchfliegen musste. Und am Abend hatte der Uli leider 300 Strafsekunden, weil das passiert ist. 5 Meter Abstand zum 500 Meter Zielkreis. Mein Audi hat gepiept. Ich dachte, das war alles okay. Also da ist irgendwie ein bisschen was schiefgelaufen. Wenn man dann aber diese Linie sieht, man kann schon sehr exakt entlang fliegen. Muss man erst mal schaffen, so genau dahin. Und was ich dir ja also wirklich hoch anrechne, das, wie du jetzt hier reagiert hast, genauso hat der Uli an dem Abend reagiert. Er hat da 3 Punkte verloren gehabt, aber Uli hat da, wie man ihn kennt, einfach drüber gelacht. Aber ja, es lässt sich ja nichts ändern. Und dieser Wettbewerb im Speziellen war so schön, das haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ich denke, dass dieser World Grand Prix in Saint-Dubois zu den wenigen Wettbewerben gehört, wo jeder mit einem so unglaublich großen Respekt den anderen gegenüber geflogen ist, wie selten. Und dieser Respekt, ich traue mich sogar zu sagen, diese Ritterlichkeit untereinander, die war ganz besonders. Und vielleicht kam es auch dadurch zustande, weil wir so lange nicht mehr zusammen fliegen durften. Jeder war froh, dass man sich mal wieder sehen konnte und zusammen einen tollen Wettbewerb fliegen. Und das hat mir unheimlich Freude bereitet, dass man so miteinander umgegangen ist, in der Luft wie am Boden. Aber Uli, du warst ja fast nicht der Einzige. Ich habe ja noch so einen
Screenshot. Okay. Du hast dich jetzt selber geoutet, Tilo, selber schuld. Ich wollte es nicht sagen. Ich sage nur, also wir haben es vom Flugplatz gesehen und es sah super spektakulär aus. Es sah super spektakulär aus, was da passiert, weil das wären deutlich mehr als 5 Meter gewesen. Aber also selbst der amtierende Weltmeister hätte fast den letzten Wendepunkt nicht getroffen. Wie passiert ja, so, das? Die 20 besten Piloten der Welt. Und ja, dann sind wir beide andere fast. Also es gibt tatsächlich Momente, wo man mal die vom Uli eben erwähnte Wechselspiel von Anspannung und Entspannung eben doch nicht ganz beherrscht, insbesondere im Endanflug. Es war so, direkt vor mir flog der René und ich wusste genau, ich bin 20 Meter höher und habe dadurch ein bisschen mehr Energie und leider ging mir die Flugstrecke aus, um die Höhe noch in Strecke und Geschwindigkeit umzusetzen, weil zu schnell darfst du auch nicht fliegen, weil sonst fällst du wieder aus einem guten Bereich raus. Also ich musste hochkonzentriert fliegen und habe dann einfach nur nach dem René geguckt und wir waren praktisch an der Stelle mehr oder weniger Flügel an Flügel und plötzlich macht der René so einen kleinen Linksschwenker und ich denke, warum macht er jetzt einen Linksschwenker? Ja, und das Ergebnis seht ihr jetzt hier. Also, ja, aber Tilo, du bist wenigstens in den Kreis rein. Hoch ja, ich hab gedacht, ich bin schnell, dass ich gleich wieder rausschieße, aber es hat noch geklappt, aber den René habe ich dann natürlich nicht mehr einholen können. Aber es sah also vom Boden, weil wir wussten ja gar nicht, um was es ging. Und wir wussten zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass du es bist. Aber es sah super spektakulär aus. Mir hat es im Cockpit auch ziemlich, mir hat's im Cockpit auch ziemlich die Ohrläpple lang gezogen. Also das muss ich zugeben. Schungi, was man vielleicht auch nochmal den Zuhörern oder den Zuschauern erklären sollte, ist vielleicht dieser Unterschied zwischen normalen Wettbewerben, Endanflug und hier Grand Prix Endanflug, weil das halt echt extrem anders ist. Beim Grand Prix kommt es halt echt drauf an, wo ist deine Position im letzten Bart beziehungsweise im vorletzten Bart und wie scharf gehst du den Endanflug an, weil kriegen nur die ersten 10 einen Punkt und dann ist vorbei. Und wenn du Nummer 11 bist, hast du 0 Punkte. Ich meine, wenn du 2 Minuten bei einem normalen Wettbewerb oder eine Minute nach dem ersten Ankommen bist du immer noch in den, sage ich mal, Top 90 Punkten vom ganzen Tag. Und beim Grand Prix ist das halt hart. Da bist du 2 Minuten hinten dran und bist aber völlig aus den Punkten rausgeflogen. Also das ist echt eine Umdenke. Oder ist das halt wirklich ein scharfes Rennen, der letzte Teil von der Strecke? Oh, ich finde, das fängt schon am Anfang an. Weil ich meine, ja, aber dann hast du immer noch mal Zeit aufzuholen oder deine Fehler auszumerzen. Aber, ja, aber den Endanflug, den musst du extrem konzentriert angehen und extrem überlegt, sag ich mal auch. Oder? Ja, da hast du schon recht. Aber es ist natürlich wichtig, und das merkt man dann auch immer an diesen diversen Ausreißerversuchen. Man sollte relativ frühzeitig mit den Ausreißerversuchen anfangen. Und wenn man es geschickt macht und dann auch im Flow ist, dann schafft man diese Distanz auch zu halten. Und also ist durchaus ein bisschen vergleichbar wie beim Radrennen, wo es also auch da um solche Ausreißerversuche und Taktiken geht und wo man eben dann auch in den Flow reinkommen sollte. Und das Ganze bei einer relativ kurzen Strecke, die natürlich Fehler nicht verzeiht. Wobei das auch nicht ganz stimmt, weil wie es eben schon gesagt wurde, wenn man mal in Bock schießt, ja gut, dann hat man halt so wie 50% der anderen Piloten auch 0 Punkte und ich kenne eigentlich so gut wie keinen Grand Prix, wo der spätere Gewinner nicht auch 0 Punkte mal an einem Tag gehabt hat, wie jetzt hier ja auch der Fall war. Und Mario wäre uneinhaar mit 2x 0 Punkten Weltmeister geworden. Mhm. Ich weiß nicht, Schunki, du gehst bestimmt auch nochmal auf den speziellen letzten Tag nachher drauf ein. Ja, ich wollte gerade sagen, zum Thema Endanflug werden wir ja danach noch den letzten Tag nochmal besprechen. Ich will gerade nochmal die Bilder fertig machen. Hier ist auch nochmal ein sehr schönes Bild im Endanflug. Es war auch so ein scharfer Endanflug, genau, da war der Thomas mit mir dabei und ich wollte den unbedingt überholen. Und da gibst du halt alles und gehst halt echt runter und gehst unter Gleitpfad und ja. Ja, also das ist...
Wer das so ein bisschen kennt, da gibt es so einen kleinen Hügel und da ist eben dieser Fotograf ist da hochgegangen und hier auch mal, Thilo, deine Kinder konnten das ja mal beim Harvey vom Pool aus verfolgen. Also es ist schon super spannend, diese Ennernflügel zu sehen. Und vielleicht, man muss es noch dazu sagen, ihr dürft, es glaube ich waren 50 Meter oder was war die Mindestüberflughöhe? Ja. Und die durften dann auch eben die letzten Kilometer nicht unterflogen werden. Ne? Ja. Also wer einmal drunter war, kriegt Strafpunkte. Da musst du nämlich auch noch höllisch aufpassen. Man muss natürlich ganz genau mit seiner Energie aushalten. Und Höhe ist natürlich Energie. Und wenn der dann halt mal unter, also 500 Meter NN war die Höhe. Und ich meine, bei 499 Meter kriegst du halt Strafsekunden. Und eine Strafsekunde ist mal ganz, ganz schnell eine ganze Position. Und es hat schon oft gegeben, wenn jemand 3 Meter zu tief ist, dass er dann plötzlich statt Erster bloß noch Vierter ist. Also da musst du höllisch aufpassen, ganz genau auch noch auf die Instrumente gucken, beziehungsweise hier war es relativ einfach, weil man ganz guten Bodenreferenz auch gehabt hat, weil wir relativ tief überfliegen durften. Ja. Ja, das war dann schon nach dem letzten Tag, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, was passiert ist. Wir schauen uns ganz, ganz klar nochmal an, was da genau passiert ist. Was ich wirklich toll fand, Mario, du bist gelandet und wir kennen uns seit 25 Jahren oder länger, aber kennengelernt haben wir uns eigentlich erst so richtig da in dieser Woche. Und vor allem, ich wusste nicht, was passiert, wenn das jetzt nicht klappt am letzten Tag. Du weißt, ich habe mit Sabine dann telefoniert und habe mir psychologische Hilfestellung geben lassen. Die war überhaupt nicht notwendig. Mario ist gelandet, dann hat er ganz kurz sich gegrämt und dann war die Sache gut. Mario, wie machst du das? Du bist der Weltmeister im Vize-Weltmeister sein. 8-mal inzwischen. Was soll ich sagen? Hilft ja nichts mehr dann danach, oder? Aber wie du das sagst, ich meine, man ärgert sich dann kurz drüber, aber ja, muss ja dann auch wieder irgendwie wegstecken. Also hilft ja nichts. Also kann mich nur dann quasi über mich selber ärgern oder dass ich irgendwann vielleicht dann am letzten Tag gibt es dann vielleicht noch eigene Gesetze jetzt an der Stelle. Es ist ja immer so, ich glaube, das ist das Wichtige. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, letzter Tag irgendwie schieflaufen oder sonst irgendwas, das zählt ja der ganze Wettbewerb. Wenn dann am Schluss das nicht ganz klappt, dann muss man den ganzen Wettbewerb analysieren und da gab es dann sicherlich noch andere Situationen, wie dann halt speziell dann auch der vierte Tag, die dann halt ins Gesamtergebnis mit eingehen. Ja. Also vollkommen klar, aber so wirklich als echter Sportsmann sofort dann zum Sebastian hingegangen. Ich behaupte einfach mal umgekehrt, wäre es nicht der Fall gewesen. Aber Sebastian hat mit uns ein Bier getrunken. Ich glaube, er hat in seinem Leben noch nicht so viele Biers getrunken. Er hat es auch akzeptiert. Ne? Ja, dann haben wir noch eben von der Siegerehrung ein Bild, bevor wir jetzt eben, vielleicht jetzt chronologisch nicht ganz richtig, weil den sechsten Tag wollen wir schon noch besprechen schnell. Wir haben fast keinen Spaß gehabt. Genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube, man sieht, dass auch am letzten Tag, und ich glaube, jetzt kommt noch das letzte Bild mit allen Teilnehmern, dass da also bis zum Schluss, und es gab ja auch eine kleine Abschlussfeier, dann durchaus auch Spaß war. Gut, wir haben jetzt ja schon so viel über diesen letzten Tag gesprochen, den wollen wir uns jetzt auch nochmal anschauen. Und für mich ist es so ein ganz typisches Beispiel im Segelflugwettbewerb oder überhaupt im Segelfliegen, dass man eigentlich nie aufgeben darf und es eigentlich erst entschieden ist, wenn das Rad rollt. Mhm. So, wir kommen hier zu der Aufgabe. Wir sind die, jetzt muss ich überlegen, 1, 2, es sind noch 3 Wendepunkte anzufliegen. Hier der letzte Wendepunkt ist kurz vorm Guillaume. Da ist der Pulk oben noch relativ gut zusammen. Der nächste Wendepunkt, man sieht es ja, die Strecke geht dann runter, eigentlich ins Flachland, Richtung Griou. Ja. Und dann ist nochmal ein ganz kurzer Wendepunkt nördlich vom Flugplatz, aber von Sandobar, nur um nochmal praktisch einzufädeln. Das waren nochmal, ich glaube, 15 Kilometer. Ne? Mehr als nicht. Und jetzt, wie gesagt, die Situation war ja super, super spannend, weil durch den vierten Wertungstag, an dem Mario ja leider nach 3 Tagessiegen einmal genullt hatte und am 5. Wertungstag, wo er auch von hinten einen super Innenflug gemacht hat und auch auf den 2. Platz hinter
Sebastian vorgeflogen war, war die Konstellation so, Sebastian Kawa führte mit einem Punkt Vorsprung vor Mario, was bedeutet hat, derjenige von den beiden, der zuerst im Ziel ist, ist Weltmeister. Weil wären sie punktgleich im Ziel gewesen, wäre Mario aufgrund seiner 3-Tages-Siege Weltmeister gewesen. Die einzige Möglichkeit wäre gewesen, dass beide keine Punkte kriegen, dann wäre es egal gewesen, wer Weltmeister wird. Also ich glaube, spannender war es noch nie. Thilo, du hast ja schon viele geflogen. Gab es schon spannende? Also ich habe noch nie so eine knisternde Spannung im Flug gehabt. Wir sind geflogen, also mit einer so irren Anspannung und auch mit so einem Vorwärtsdrang. Es war gleich am Anfang, hat sich dann der die Spitze, also gerade Mario und Sebastian, durchaus nach vorne abgesetzt mit ein paar. Und die sind geflogen, mit einem Speed, das war atemberaubend. Also wirklich eine Spannung lag da in der Luft. Sowas habe ich also in meinem Wettbewerbserfahrung noch nicht erlebt. Wir sind dann auch tatsächlich, ob das immer sinnvoll war, so tief zu fliegen, sei mal dahingestellt. Aber dadurch, dass wir alle zusammen waren, gab es bloß ein Motto, und das war nach vorne und Speed. Also Spaß gemacht, aber es war Wahnsinn. War auch an dem Tracking zu verfolgen. Es war wirklich atemberaubend, gerade wie du sagst, diese Höhe, die hat mir wirklich Angst bereitet, dachte ich, um Gottes Willen, hoffentlich verbolzen die sich jetzt nicht. Und es stimmt nicht ganz, glaube ich, wie du sagst, es war Uli und Mario, die waren so einen Tick voraus an der Grete Sell. Und da waren wir schon alle so, oh, super, super, super. Dann hat aber mal hinten wieder einer wieder ein paar ein bisschen besser gehabt. Also es war wirklich super spannend. Und hier oben, wie gesagt, wir fliegen jetzt an diese Wände ran. Da war dieser Führungspult mehr oder weniger zusammen. Und Benni, jetzt glaube ich, lass uns mal loslaufen. Und ja, Mario, am besten sag du mal, was passiert. Du bist der Grüne und ich glaube, der Sebastian ist da so knapp vor dir mit dabei. Ja, vielleicht noch ein Hinweis. Am Tag davor bin ich mit Werner Amann nochmal hier so im Umfeld vom Flugplatz am Autor über den Pass gefahren mit dem Auto. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich an dem Tag mit dem Flugzeug auf ähnlicher Höhe auch wieder entlang fliege an dem Pass. Also es war schon extremst tief. Und wir waren dann ein bisschen vorne dran mit dem Uli, wie es gerade schon hieß, das muss man dazu sagen. Und lief eigentlich sehr gut. Und dann hatte Pulkin einen besseren Bart, kam wieder rein. Und da muss man sagen, also ich bin eigentlich relativ, was heißt, zumindest so mein eigenes Empfinden, relativ cool weitergeflogen, wollte eigentlich mein Ding fliegen. Und Uli hat dann, ich hatte ihn abends gefragt, hey, sag mal, ging dir so ähnlich? Aber also wo der Pulk dann da war, auf einmal hat irgendwie, habe ich so das Gefühl gehabt, irgendwas funktioniert nicht mehr so richtig, weil ich bin, also obwohl ich relativ nah am Pulk geflogen bin, aber dann so 100, 200 Meter daneben bin ich ein bisschen, habe ich schnell 200, 300 Meter verloren gehabt und war dann vor diesem Piolit, wo man jetzt da sieht, dann also vor dem Guillaume. Dort war ich dann schon irgendwie, keine Ahnung, 2 Kilometer hinten dran, habe dann gesagt, okay, ich muss jetzt mein eigenes Ding machen, habe dann auch nochmal komplett hochgekreist. Genau, und dann war nach dem Piolit, ja, dort, wo das siehst du an dem See, dort war dann ja für mich so ein bisschen die Entscheidung offen, dass man halt eine klassische Strecke über Morgon fliegt und dann Dormius, wo der Pult dann geflogen ist, und standen aber dann im Flachen, also so ein bisschen südlich vom Serpensol, standen eigentlich super schöne Wolken über diesen Vorhügeln da. Und es ging ja darum, ein Platz vor Sebastian zu sein. Und ich habe gesagt, okay, die sind jetzt gerade irgendwie da gefühlt 5 Kilometer vorne dran. Es sah auch bombastisch aus. Der Tag war vorhergesagt störungsfrei. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt müssen wir doch noch probieren da über das Flachland. Das sah eigentlich sehr verheißungsvoll aus. Und das ging dann alles nicht oder nur halt mit so, keine Ahnung, 1-2 Meter. Und an dem Tag sah es halt aus, als ob es da irgendwo noch 4 Meter gibt. Bin dann dort. Rote ist der Thilo, ne? Für die, die das nicht sehen. Wir haben uns gesehen, ja. Aber ich wusste nicht, dass es der Mario war. Ja. Und ich bin dann, noch ein bisschen weiter geflogen, habe immer nur so 1,5 gehabt. Und dann war ich so bei Lamotte und dann war Schicht, muss man sagen. Ja, also ich hätte dann eigentlich alles angenommen, was irgendwie noch geht, im Sinne von Never Give Up. Aber es war nichts mehr.
Und also dann nach dem Gasch, bin ja noch am Lühr da, hatte ich eigentlich auch gedacht, okay, ich kriege da nochmal was Gutes, weil noch schöne Wolken dann nach Süden standen. Und je näher ich dann kam, hat es dann angefangen auch zu regnen. Ja, und dann war irgendwie komplett Schicht. Jetzt halt mal kurz an, Benny. Bei mir der Flug. Man hat ja gesehen, der Rest ist diese ganz normale Rennstrecke geflogen. Katrin, ich glaube, du warst da mit dabei. Erzähl du mal, wie war es bei euch? Also an dem, also vom Lac de Saint-Poisson ging alles wieder am Hang wunderbar. Das hat eigentlich alles sehr gut getragen und ging am Hang. Und dann stand am Blaieul stand noch eine riesengroße, fette, schwarze Wolke. Und die sah eigentlich auch aus, wie der Mario gesagt hat. Eigentlich hast du gedacht, da kommen jetzt 4 Meter und dann ging es so mit 1,9, 2 und irgendwie der richtige Zünder kam nicht. Dann haben wir da ein bisschen rumgemacht und waren dann aber doch ganz oben am Schluss, weil danach Richtung letzter Wende sah es irgendwie ein bisschen, also die Wolken haben einen größeren Abstand gehabt und sah nicht mehr so stark aus. Und dann war im Prinzip schon auf Endanflughöhe, mehr oder weniger. Mehr oder weniger auf Endanflughöhe, ja, richtig. Da standen halt vereinzelt noch Wolken. Okay, hast gedacht, vielleicht muss noch mal was weniger Gutes, was wir vorher hatten, annehmen. Aber es sah eigentlich so aus, als ob du gut nach Hause kommst und eigentlich noch vielleicht ein Bad brauchst und dann bist du daheim. Ja, und dann ging es dann halt um die letzte Wende rum und dann hast du mal Richtung Platz geguckt und Richtung System. Na, jetzt lass uns mal wieder ablaufen, was dann passiert. Also hier der Sisteron liegt und der rote hinten ist Thilo. Der kommt mit Vollgas von hinten an, ja, und holt auf. Ja, aber ist, glaube ich, in dem Moment auch noch deutlich tiefer, oder? Ja, ja. Hm. So, Mario, ja, auf dem Plateau halt nach Süden standen echt auch noch gute Wolken und da bist du halt alle so geradeaus geschwabbelt, hast alles mitgenommen, das sah eigentlich gut aus. Und dann nach der Wende war klar, oh je, da könnte ein Riesenschauer stehen, direkt vor Sisteron. Und der hat dann auch recht bald die Vorhänge aufgemacht und da war halt dann ein Riesenschauer im Weg. Und dann war halt die Frage, fliegst du jetzt da westlich um den Schauer rum oder östlich? Der Thilo hat die östliche Route gewählt. Und ich habe die westliche gewählt, weil da halt wieder Sonne drin war. Und ich habe keine gesehen gehabt. Ja? Ganz am besten, also am Lühr dann wieder. Halt mal ganz kurz an, Benni, bitte, weil ich glaube, jetzt muss man mal. Der lilane vorne ist Sebastian Kaber. Und er hat, ich weiß nicht, ob er das Interview mit Sebastian Kaber auf Airsports angehört hatte. Also er hat dann erzählt, wo er an der Stelle war, war ihm nur nicht bewusst, dass der Mario zu dem Zeitpunkt schon gelandet war. Also er hat es nicht gewusst und er hat gesagt, er war extremst gestresst in der Situation, weil er halt diesen Schauer da gesehen hatte und hat eigentlich gedacht gehabt, okay, da kann er durchfliegen und ihn hat es brutal runtergewaschen. Und das habe ich dann auch gesehen, da war der 2 Lima, der war auch noch mit uns dabei und der ist einfach vom Himmel gefallen, wo der versucht hatte, da durch diesen Schauer durchzukommen. Der Schauer, der hing halt, ich weiß nicht, Thilo, wie weit ging der nach Osten, wie weit hat es denn da geregnet? Der ging bis zum Durance-Tal. Ich habe den auch noch leicht abgekriegt, aber ich hatte halt viel Reserve gehabt. Okay. Also der hat sich sehr, sehr schnell ausgebreitet, also da war ja diese eine dicke Congestus-Wolke da mitten über Durance-Tal, dann so 20 Kilometer nördlich von der Wende. Die dachte ich eigentlich, die nimmt ihr jetzt mit, zieht da die 4 Meter und bratzelt nach Hause. Und dann habe ich, aber ich hatte natürlich das Glück, dass ich ein bisschen hinten dran war und schon gesehen hatte, dass das Ding eher schlechter wurde als besser. Und dann habe ich gesagt, jetzt gibt es bloß eine Möglichkeit, was ganz anderes zu machen. Das ist immer das Schöne beim Grand Prix, dass man immer noch Optionen hat. Dann habe ich gesagt, jetzt fliegst du einfach der Sonne hinterher und guckst, dass du da einen guten Bart kriegst. Und dann war gerade so eine Schattenkante von diesem Congestus-Wolke, die hat dann das Rest Sonne da noch nach Osten abgedrückt. Und genau da, wo die Sonne und der Schatten an der Bergkante zusammengestoßen sind, da stand dann der Bart, eigentlich wie im Schulbuch. Und der wurde immer besser. Und da habe ich gesagt, jetzt machst du einfach Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Weil ich habe gesehen, dass ihr da tendenziell in Regen reinfliegen. Ich habe gesagt, also wenn du noch irgendwas reißen kannst, dann nur durch Fehler der anderen. Und so war es dann auch. Also ich meine, das war natürlich so ein typischer Letzte-Tag-Charakter, dass jeder das Endanflugrisiko relativ hoch nimmt. Und da kann man manchmal durch konservativeres Fliegen doch noch was rausziehen und vor allen Dingen halt nie aufgeben. Und ich hatte auch irgendwie so im Gefühl, den ganzen Tag schon, also heute passiert noch irgendwas Ungewöhnliches, jetzt fliegst einfach mal deinen Stiefel weiter.
Also ich habe noch nie so einen spannenden Endanflug oder so einen spannenden letzten Tag erlebt. Das muss ich ehrlich dazugeben. Und wie der Thilo schon sagte, er hat gesagt, jetzt probier mal was anderes. Und mir war halt klar, wenn ich da zweimal durch diesen Schauer durch muss, erst nach Sisteron und dann wieder zurück, dann komme ich nie am Platz an. Und deshalb habe ich dann da wirklich an der westlichen Seite war noch so eine Kontur zu sehen an dieser dicken Wolkenwurst. Und da habe ich dann wirklich auch 2 Meter gefunden und habe dann extrem Höhe gemacht, wahrscheinlich zu viel, weil der Thilo hatte halt den Maximilian Zeiss im Schlepptau und hatte den dann halt sicher auf den 3. Platz noch mit vorgezogen. Ja. Ich dann halt eigentlich noch anvisiert hatte, weil ich wusste, dass der dann irgendwann hinter mir war und bei mir ging es ja auch noch um den 3. Platz. Und das war halt dann echt der Showstopper da, dieser Regenschauer, der da noch im Weg stand für mich. Aber wie man gesehen hat, da, bei mir waren also kurz nach der letzten Wende, waren bei mir noch eigentlich auf gleiche Höhe, da war der Philipp Depeschi mit dabei und der Louis Buderlig. Ich meine, der hat es auch nur an Ameisenkniehöhe in Sisteron im Hang noch geschafft, nach Hause zu kommen. Und Sebastian Krawa war auch noch mit dabei und die restlichen sind außen gelandet. Also er hat es echt in sich gehabt, die letzten 40 Kilometer. Also man muss dazu sagen, Sebastian hat auch gezündet, ist auch außen gelandet. Auch außen gelandet, ja. Der hat es gerade hier. Da, jetzt da hat er da schon gezündet gehabt. Das ist praktisch der Zündepunkt hier von ihm. Ja, ne? Ja. Und ach, das ist ja interessant, das habe ich auch nicht gewusst. Der Sebastian ist da richtig durchgeflogen, da habe ich noch den 2-Meter-Bart da gefunden hatte, ja. So, also die jetzt da reinkommen, die sind schon außen genäht, beziehungsweise nein. Also wir hatten Marius Flieger schon abgebaut und plötzlich meldete sich 3 Victor 10 Kilometer als Erster. Mhm. Das war also vollkommen aus dem Nichts. Und dass sich das so ändern konnte, also unfassbar. Mario, ja, die Essenz von dem Tag war wirklich, gebe niemals auf. Ja. Mario, im Nachhinein, ärgerst du dich drum? Weil man muss vielleicht noch eine Geschichte dazu erzählen. Eine halbe Stunde nach Thilo kam Thomas Gostner nach Hause und hat noch einen Punkt bekommen. Eine halbe Stunde später. Diese halbe Stunde später hätte Mario auch heimkommen können. Mario. Was heißt ärgern? Also ja, natürlich kann man sich jetzt drüber ärgern, aber ich muss halt sagen, in der Situation vom Wettbewerb, wenn ich weiß, okay, die Konkurrenz ist 5 Kilometer vorne dran, ja, sieht eigentlich erstmal so aus, als ob man jetzt nur noch heimbolzen kann, dann, ich meine, was habe ich da für Optionen auf der Strecke? Ich kann ja nur versuchen, jetzt nochmal hohes Risiko zu fahren. Wenn ich jetzt da gleich von Anfang an dann quasi jetzt ein Meterchen rumgemacht hätte und alle kommen dann eine halbe Stunde vor mir, bringt auch wieder nichts. Also ich denke mal, ja, das ist leider, so ist das Spiel, muss man das leider sagen. Und wie gesagt, ich hatte jetzt nicht so gesagt, dass ich jetzt irgendwie, jetzt bolze ich runter und ziehe ein Turbo. Das war nicht die Intention, dass es so schlecht wurde, ja, und dann auch noch anfängt zu regnen und so weiter. Hatte ich einfach nicht auf dem Schirm und habe es auch nicht kommen sehen. Also ja, natürlich kann man wieder draus lernen, aber also jetzt, ich kann es mir auch nicht vorwerfen, dass ich jetzt komplette Fehlentscheidung getroffen hätte. Nein, nein, um Gottes Willen, so war das jetzt auch nicht gemeint. Thilo, ist hier da hinten Tiefwart? Da hat Sebastian ja genau das gleiche Risiko gemacht, im Prinzip, weil er nicht wusste, wie es dem Mario wirklich geht, oder? Ja. Und deshalb hat er dann auch schlussendlich außen gelandet, oder? Also. Ja, klar. Was wird dem durch den Kopf gegangen sein, wo er den Turbo gezündet hat, ja? Ja, ja. Er war total gestresst, das hat er in der Interview gesagt. Er hat noch nie so einen stresshaften letzten Wertungstag gehabt wie an dem Tag. Wobei er natürlich. Kommt immer so cool rüber, aber anscheinend gibt es auch diesen Top-Piloten so, ja. Wobei er natürlich den Vorteil hatte, er wusste immer noch, naja, wenn der Mario auch null oder Motor braucht, dann ist er Weltmeister. Wenn Mario natürlich in dem Moment, wo er gelandet ist, wusste, setze ich. Thilo, nochmal die Frage an dich, als du da hinten so hinten rausgefallen warst. Hast du da selber noch viel an dich dir zugetraut oder gedacht, dass das wird noch was? Wie gesagt, ich hatte, manchmal hat man so im Gefühl oder im Blut, also dass an dem Tag noch irgendwas passiert war, war irgendwie so ein siebter Sinn. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt, ich war ja auch hinten rausgefallen. Mir ging es ja genauso wie den Mario. Ich meine, wir waren ja quasi zusammen, wir haben uns gesehen. Und habe ich gedacht, oh, da macht ihr den gleichen Mist wie ich. Und dann habe ich gesagt, jetzt gibt es aber nur eins. Ich meine, wenn du irgendwo schon dich eingrabst, dann erstmal
Ruhe bewahrt und dich wieder ausgraben. Und ich bin dann, habe dann eine Stelle angeflogen, wo ich gedacht habe, na, da könnte es gehen. Da war dann Gott sei Dank sogar noch ein Vogel, der hat mir ein bisschen was gezeigt. Es waren bloß so 1,5, 1,8. Ich habe gesagt, die nimmst du jetzt einfach so weit mit, bis du wieder mehr Optionen hattest. Und das war dann auch so, ich bin dann an diese besagte Wolke, die, wo Katrin eben erzählt hatte, die nach 4 Meter aussah, die ging dann tatsächlich auch mit über 3. Und damit war ich dann zumindest mal wieder, ja, immer noch nicht im Rennen, weil als ich an der südlichsten Wende war, kamen die Leute mir ja schon 3 Kilometer vor der Wende schon entgegen. Da habe ich gesagt, naja, so richtig gut aussehen tut es jetzt nicht, aber vielleicht kriegst du wenigstens noch ein paar Gnadenpunkte nach Hause. Und dann, als ich aber gesehen hatte, dass es regnet zurück und die Leute nicht stratosphärisch hochfahren und diese eine Congestus-Wolke, die ich eigentlich auch im Einer angeflogen war, eben nicht gegangen ist, habe ich wieder Hoffnung geschöpft. Und dann habe ich gesagt, jetzt fliegst du ganz konzentriert, suchst dir den Bart. Und dass der dann auch so gut kam, war sicherlich auch noch ein bisschen Glück dabei. Das Glück des Tüchtigen, Thilo. Danke. Gut. Ja, ich glaube, jetzt sind wir soweit durch. Also ich muss ja sagen, obwohl ich nicht einmal in der Luft war in dieser Woche, es war mit die geilste Woche Segelfliegen des Jahres 2021 für mich. Weil wow, diese ganze Stimmung, das ganze Drumherum, das war so klasse. Weil wie gesagt, ich wollte ja eigentlich nur mal kurz vorbeischauen, bin dann bis zum Ende geblieben. Und gerade diese 3D, diese Verfolgungsmöglichkeit, die macht es so spannend. Und ich kann nur allen empfehlen, die jetzt so ein bisschen da Blut geleckt haben, schaut euch diese Videos an auf der Grand Prix-Seite oder wer auch noch so ein bisschen Interesse an den anderen Tagen hat. Also ich habe es ja schon mal so ein bisschen erwähnt, schaut euch den 4. Tag an, wo Mario einmal an der Wende zurückfliegen musste, wo er auch wie immer vorne weggeflogen ist und dann einmal eben das Pech hatte, 5 Kilometer zurückfliegen musste. Damit war der Pulk vorbei und dann kam so eine Sache, da war das Barcelonette-Teil eben schon überentwickelt und dann kam man nicht mehr richtig raus. Also es ist wirklich super spannend, was da passiert ist. Oder eben der Endanflug vom 5. Tag, wo er einfach unten ganz konsequent alle überholt hat. Ja, also von meiner Seite, ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr die Zeit genommen habt, hier mit uns drüber zu diskutieren über Grand Prix. Jetzt vielleicht einfach bitte nochmal von jedem ein kurzes Abschlusswort. Wir fangen an. Das letzte Wort, glaube ich, kriegt die Dame. Deswegen fangen wir jetzt einfach. Thilo, du bist jetzt schon direkt vor mir. Ja, es war einfach, also für mich war es auch einer der Wettbewerbe, die mit am meisten Spaß gemacht haben. Jeder hat am Schluss gesagt, oh, schade, schon vorbei. Also das war das Typische. Dieses Miteinander war einfach klasse. Die Streckenführungen waren gut, es gab Optionen und es hat einfach jeden Freude gemacht. Also man hat sich auf jeden Flug morgens gefreut, auch wenn man schon in einer Position oder wo man nicht mehr gewinnen konnte. Aber es hat einfach Spaß gemacht und auch nach einer Landung, also wenn in jedes Gesicht, wo du reingeguckt hast, die Hauben sind aufgegangen und Leute hatten Grinsen im Gesicht im Großen und Ganzen. Und ich finde, das macht unseren Sport aus und das zeigt einfach, dass dieses Format vom Grand Prix gerade das fördert, was uns Spaß macht. Ja, danke, Thilo. Und rechts neben dir sehe ich Mario. Ja, kann ich mich meistens eigentlich nur anschließen. Jetzt also da unten das Privileg zu haben, da in Südfrankreich zu fliegen, jetzt mit dem tollen Wetter, was wir jetzt auch hatten, dann gute Gemeinschaft an der Stelle. Das heißt, auch, war wirklich eine richtig tolle Woche, wo man sich dann auch im Nachgang noch lange dann daran erinnern kann. War für mich jetzt der 2. Grand Prix dieses Jahr. Ich war mit Katrin und Uli dann auch schon in Varese, auch mit Werner dann. Da hatten wir auch schon so eine tolle Zeit. Und also für mich ist schon eine tolle Wettbewerbsform. Wie gesagt, auch im Gebirge. Ich habe auch wieder vor, im nächsten Jahr dann wieder ein Quali-Grand Prix zu fliegen. Und Schunki, also wenn dir es langweilig ist und wenn du da eigentlich auf der Straße stehst, nicht weißt, was mit deiner Zeit macht, ich nehme dich gerne mal wieder mit. Stopp. Ich habe. Moment, da müssen wir nochmal reden. Du bist die Letzte, Katrin. Moment. Aber Mario, ich danke dir und ich habe dir ja schon gesagt, du bist ja sowieso der Weltmeister der Herzen, bist du. Oh. Ja, genau. Du, Werner, als Nächster. Also mir hat dieser Wettbewerb auch super Spaß gemacht, zumal er so spät im Jahr, also super Flugbedingungen in Frankreich waren. Und mir taugt das Grand Prix-Fliegen sowieso irrsinnig, weil es einfach
viel mehr Rennen ist, als wie dieses normale klassische Wettbewerbsfliegen, wo man viel mehr Abflug taktieren muss und solche Geschichten. Also da ist der Spaßfaktor viel höher und man ist im Freundeskreis und nicht so in einem Team integriert. Also es ist einfach die Form, die mir richtig taugt und die auch Zukunft hat, glaube ich. Ja, danke Werner. Uli? Ja, mir hat am meisten wieder gefallen, dass man unter viele positiv denkende Menschen ist, unkomplizierte Menschen und vor allen Dingen, die in die Zukunft schauen und auch in die Zukunft fliegen. Und deshalb das Grand Prix-Format ist das Größte, was je erfunden wurde. Herzlichen Dank an den alten Senior Stuck, der das Format erfunden hat. Und wenn ich das richtig weiß, der DAEC an sich unterstützt das Ganze eher gar nicht, oder? Nee, ich bin heute noch dankbar, dass der Thilo den Grand Prix auf der Hahnweide damals durchgezogen hat. Man steht im deutschen Segelflug tatsächlich alleine, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ich denke, dieses Format hat gezeigt, dass es über die 10 Mal, das jetzt ausgerichtet worden ist, eine Spitzenstellung im Wettbewerbsgeschehen eingenommen hat. Und ich persönlich kann nur Danke sagen, dass man dabei sein durfte und ich werde da wieder dabei sein. Ich werde auf jeden Fall den Grand Prix wieder mitmachen. Also vielleicht ist es auch so ein kleiner Hinweis an unsere Segelflugverantwortlichen Uberin. Vielleicht sollte man sich doch überlegen, ob das nicht doch anerkannt wird seitens des DRC, weil immerhin sind in Sandoval 3 Deutsche unter die ersten 5 geflogen. Das kann ja noch nicht ganz so verkehrt für den DRC sein. Aber gut, Sportpolitik, glaube ich, lassen wir heute Abend weg. Ja. Und dann würde ich sagen, hat das letzte Wort, last but not least, ladies first, heißt Katrin. Das haben ja schon so viele gute Sachen gesagt. Was für mich den Charakter hatte oder was für mich wichtig ist, was wollen wir denn damit erreichen oder was können wir mit so einem Format erreichen? Nämlich, dass man mehr Leute für Segelfliegen begeistern, für diesen genialen, super spannenden, abenteuerbehafteten Sport. Und das, was der Eric und die Ote halt für die französischen Zuhörer oder Zuschauer gemacht hat und der Brian für die englischsprachigen, das war sensationell. Die haben da eine Technik aufgefahren gehabt, um das halt dem Zuschauer wirklich erlebbar zu machen. Und ich hoffe, dass sie das noch weiterhin so machen, weil auch von den Leuten, die jetzt hier daheim das verfolgt haben und gar nichts mit Fliegen am Hut hatten, die haben gesagt, hey, das war so spannend. Will man, was weiß ich, mal eine Segelregatta am Fernsehen übertragen bekommst, weil du wirklich hautnah dabei sein konntest. Das Einzige, was halt noch gefehlt hat, aber was der Brian ja auch gesagt hat, was sie versuchen werden, technisch umzusetzen, ist halt diese Perspektive aus dem Cockpit, dass man wirklich weiß, wie es auf Strecke aussieht. Ich meine, ich habe ja immer noch mal Bilder dann per WhatsApp oder Videos runtergeschickt an die Claire, die den Instagram- und den Facebook-Account gefüttert hat. Und wenn wir das halt noch hätten, dann könnten wir, denke ich, noch viel mehr Leute für diesen geilen Segelflugsport begeistern. Glaube ich. Hoffe ich. Das wäre echt schön. Also ich würde auch unbedingt nochmal in einen Grand Prix mitfliegen, weil es so viel Spaß gemacht hat, auch abends halt immer Essen zu haben. Wir haben ja jeden Abend fast alle immer zusammen gegessen und diese Gemeinschaft, die war echt super. Und das Schlusswort natürlich, Schunki, es war super schön, dich dabei gehabt zu haben. Und nicht nur diese geplanten 2 Tage, sondern am Ende, bis zum bitteren Ende. Ich glaube, wir haben alle echt super viel Spaß mit dir gehabt. Also ich hatte Spaß mit euch. Ihr wart ja die Wichtigen. Und ja, ich bin deswegen geblieben, weil es so schön war. Ja, und Mario, wir zwei müssen noch mal reden, weil, Moment mal, gell, da müssen wir auch noch aushandeln, wer den Schunki als Mannschaft mitnehmen darf. Leid, Katrin, ist leider zu spät jetzt. Bin ich leider zu spät? Hey, nein, das tun wir nochmal austrinken. Austrinken, Mario. Moment, da trinke ich dann aber mit. So, jetzt müssen wir schneiden. Jetzt weißt du was, Schunki, du hast auch eigentlich für alle Mannschaft gemacht. 2 Piloten händelst du auch easy, auch als Grip. Genau. Das kriegst du einigen mal uns auf das. Und bei Werner habe ich auch mitgeholfen, wir machen das international. Das machen wir genauso wie das nächste Mal. Gut, nein, also das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, jeder hat mitbekommen, dass dieses Grand Prix-Fliegen wirklich eine ganz besondere
Sache ist, schaut einfach mal rein. Ich selber weiß jetzt gar nicht genau, wann die nächsten Grand Prix und so weiter sind, aber das kann man alles nachvollziehen. Für uns, für Late Night Touring, nochmal vielen recht herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit uns drüber zu sprechen. Ich glaube, das wird wieder eine ganz tolle Sache werden und wenn ganz viele Zuschauer generieren, vor allem wenn sich rumspricht, dass es eben nicht nur ein Flug des Monats war. Für uns ist es ja so eine Art Überleitung jetzt in diese zweite Staffel. Wir haben ganz viele Themen schon, Ideen. Wann wir genau anfangen, wissen wir noch nicht ein bisschen. Also es wird jetzt nicht gleich nächste, übernächste Woche sein, aber demnächst. Und versprochen ist auch, weil da haben wir schon ganz viele Zuschauerfragen bekommen, wir werden das Gebiet Südfrankreich natürlich mal in jedem Fall durchsprechen, gerade wenn es dann, bevor es dann nächste Saison wieder losgeht. Ja, in diesem Sinne sage ich euch, bleibt gesund, happy landings und bis bald. Ciao. 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 Tschüss, vielen Dank. Ciao.